Nochmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier heute zu der Veranstaltungsreihe auf Achse, dem interaktiven digitalen Diskussionsforum für die Region. Wie üblich geht es heute wieder um Impulse aus Praxis, Verwaltung und Wissenschaft. Und das Ganze ist eine Kooperation der Stadt Oldenburg mit dem Schlauen Haus und der IHJO. Das ist die innovative Jade-Hochschule Oldenburg. Und mein Name ist Jürgen Böse. Ich darf heute wieder als Moderator für Sie durch den Abend führen. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem heutigen Thema bei Auf Achse, noch ein kleiner Hinweis vorweg. Wir würden, und das haben Sie vielleicht gerade schon gehört, die Veranstaltung gerne aufzeichnen und im Anschluss dann zur Auswertung und weiterer Diskussion gerne veröffentlichen. Und wenn das für Sie nicht in Ordnung ist und Sie nicht gesehen oder gehört werden wollen, dann wäre unser Vorschlag, einfach entsprechend das Mikrofon und auch die Kamera während der Veranstaltung auszulassen. Den Chat können Sie selbstverständlich benutzen, denn der wird nicht mit aufgezeichnet. Und für alle, die damit einverstanden sind, dass Sie in der Veranstaltung gesehen und auch gehört werden bei dieser Aufzeichnung, auch die Einladung, dies auch zu tun, also gerne Kamera und Mikrofon nutzen während der Veranstaltung, denn ich habe es schon gesagt, eingangs, es ist ein interaktives Diskussionsforum und wir laden Sie alle ein, sich recht herzlich zu beteiligen und auch Fragen zu stellen und mit zu besprechen, worum es heute geht. Unten haben Sie die Funktion bei Zoom. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich schon kennen. Sie können mittels Reaktionen anzeigen, dass Sie etwas sagen wollen. Sie können aber auch einfach in den Chat reinschreiben und dann kann ich Sie ansprechen oder wir können einfach dann Ihre Frage vorlesen. Und damit möchte ich Sie jetzt herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung Kreativ in der Krise, wie die Oldenburger Kulturbranche den digitalen Raum bespielt, ist das heutige Thema. Und es ist tatsächlich jetzt genau 2 Jahre her, ziemlich auf den Tag genau, glaube ich, als der erste Lockdown für die Kulturbranche anstand. 2020, Anfang März, wurden alle Live-Veranstaltungen abgesagt. So eine Situation hatten wir vorher noch nie. Und es war natürlich für die Branche und für viele von uns auch in anderen Bereichen eine absolut große Herausforderung. In praktisch allen Lebensbereichen standen wir vor Veränderungen und vor neuen Aufgaben und mussten Lösungen finden und dabei eben kreativ werden. Und heute soll es genau darum gehen, wie hat die Kulturbranche neue Formate in diesen Zeiten entwickelt? Wie ging sie mit Abstandsregeln um, mit Personenbeschränkungen und mit Versammlungsverboten? Wie ist der digitale Raum als Chance für den Kulturbetrieb genutzt worden und welchen Einfluss hat die digitale Technik auf die Kultur und wie wird es in Zukunft weitergehen? Diese und weitere Fragen möchten wir mit unseren Gästen heute hierbei auf Achse zusammen diskutieren und einen Blick in die Zukunft der Kulturszene werfen. Und damit kommen wir zur Agenda und ich darf Ihnen den Ablauf der heutigen Veranstaltung präsentieren. Und wir haben heute gleich einen ersten Impulsvortrag aus der Verwaltung von Thorsten Lange und Kevin Altenberger vom Kulturbüro der Stadt Oldenburg. Das ist sozusagen der Bereich der Verwaltung. Und dann geht es im Anschluss dann zum Blick in die Praxis. Dort werden wir 3 Oldenburger Institutionen zeigen. Wir haben Präsentationen und Vorträge aus dem Oldenburger Computermuseum, vom Hallo. Oldenburgischen Staatstheater und von der Musikschule der Stadt Oldenburg. Im Anschluss daran, und das ist der dritte Teil von Auf Achse, gibt es einen Impuls aus der Wissenschaft. Und da haben wir heute Professor Dr. Martin Butler hier zu Gast. Und dann kommt der interaktive Teil, den ich eingangs schon erwähnt habe, eine Fragerunde, eine Diskussionsmöglichkeit, wo Sie die Möglichkeit haben, sich alle zu beteiligen und dann auch gerne angeregt hier mit den Gästen und untereinander ins Gespräch kommen können. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Ausblick in die Region. Wir haben das Kulturnetz Jadebusen zu Gast und dort wird ein Projekt vorgestellt, was am Ende dann den Ausklang der heutigen Veranstaltung bilden soll. Und damit kommen wir auch schon, meine Damen und Herren, zum ersten Impuls. Und es geht heute als erstes in die Verwaltung zum Kulturbüro der Stadt Oldenburg. Wir haben Thorsten Lange und Kevin Altenberger zu Gast. Thorsten Lange arbeitet seit 2018 im Kulturbüro der Stadt Oldenburg und Kevin Altenberger unterstützt ihn dort seit Juni 2021 und ist auch für die digital-analoge Kulturstrategie der Stadt zuständig. Und was das genau bedeutet und welche Impulse sie uns jetzt liefern werden, hören wir von Thorsten Lange und Kevin Altenberger. Und damit gebe ich das Wort ab. Ja, herzlichen Dank, Jürgen. Vielen Dank für die Einleitung. Bei dir ist es gerade schon angeklungen.
Die Stadtverwaltung nimmt hier eine besondere Rolle ein. Wir sind halt nicht so ein Akteur wie die vielen anderen, die gleich noch referieren werden. Wir haben eine andere Position und genau, da bin ich gleich schon mitten in der Geschichte, denn kreativ in der Krise heißt der Titel heute, da steht es nochmal, das Kulturbüro und der digitale Raum. Zunächst muss man sagen, dass es bei uns am Anfang nicht so sehr um die Kreativität ging. Wir haben zwar versucht, damals 2020 und auch in der Folgezeit, selber was zu entwickeln, was Impulse in die Szene geben kann. Aber man musste schon feststellen, dass die Szene das selber eigentlich viel besser kann. Und dass wir in erster Linie gefragt sind als Unterstützer und als Möglichmacher. Und wir können gleich mal auf die zweite Folie eben gehen. Was wir zu tun hatten, unsere Handlungsoptionen waren eigentlich, auf die Kulturschaffenden zuzugehen. Sie also zu unterstützen bei dem, was sie tun wollten, mussten, um auf die Krise zu reagieren. Also wir waren eher die helfende Hand, als dass wir selber dann halt aktiv Formate entwickelt hätten. Es ging also um Haltung, zu zeigen, dass wir halt für die Kulturschaffenden da sind, dass wir ansprechbar sind, dass wir helfen. Dann natürlich Flexibilität. Das ging vor allen Dingen darum, bestehende Formate umzustricken, Genehmigungszeiträume zu verlängern und vielleicht auch den Inhalt eines Projekts zu verändern, bei dem wir gefördert haben. Da waren wir maximal flexibel, weil es einfach darum ging, die Menschen weiter und die Kulturschaffenden weiter in die Lage zu versetzen, ihre Tätigkeiten so weit wie möglich und im Rahmen des Möglichen dann halt einfach umzusetzen. Dieser Support war das, was wir als erstes zu tun hatten. Damals spielte Kreativität noch nicht so eine große Rolle. Es war wirklich ja, ein Helfen in der Not, wenn man es mal so formulieren will. In einem nächsten Schritt wurde die Zusammenarbeit hier und da schon mal intensiver. Das ging bei Streaming-Formaten. Da hat man schon geguckt, was man zusammen so ausloten kann. Da sind auch ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Aber zumindest im letzten Jahr war es dann auch mehrheitlich eine finanzielle Unterstützung, wenn man an Music for Plans denkt oder an die Geschichte mit den Kulturgesichtern, die Streaming-Formate. Da ist von der Stadt in erster Linie Geld reingeflossen, aber ein bisschen Unterstützung vielleicht. Aber generell wurde schnell erkannt, dass die Stadt am ehesten Geld geben kann zu diesen Zeitpunkten, weil das die Akteure am ehesten in die Lage versetzt hat, ihre Projekte nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können. Und das hat unsere volle Unterstützung. Daneben gab es dann aber doch einige Impulse. Und das sind die drei Punkte, die unten stehen hier auf der Folie. Einmal gab es einen Wettbewerb Achtsam bleiben, wo wir eine leider zu kleine Summe, muss man sagen, ausgeschrieben haben, um kreativ mit dem Thema Corona umzugehen. Vielleicht erinnern sich noch einige von euch an die Flatterbänder, die überall an der Stadt hingen. Das war ein Resultat dieser Aktion. Leider war das Material nicht so ganz witterungsbeständig. Da hat das Oldenburger Wetter dem einen oder anderen Band dann doch den Garaus gemacht. War relativ viel Wartungsaufwand, muss man sagen, aber es sah immerhin gut aus, fand ich jedenfalls. Genau, und dann gab es natürlich noch die Strukturbrücke, die reine finanzielle Unterstützung war, aber gebunden an Projekte. Das heißt, Solo-Künstlerinnen und Künstler konnten da halt relativ formlos Anträge stellen. Das war stark nachgefragt. Da sind, glaube ich, wenn man dieses Jahr mitzählt, knapp 800.000 Euro reingeflossen. Das war also nochmal eine starke finanzielle Unterstützung obendrauf. Und das Bekannteste wahrscheinlich sind die Klappstuhltage, die im letzten Jahr noch stattgefunden haben. Das war wieder eine reale, weitgehend normale Live-Veranstaltung, wobei der Name Klappstuhltage ja schon andeutet, unter welchen Bedingungen das alles stattgefunden hat. Mal sitzen, mal nicht, mal Maske. Ach, wir kennen das alle mit den ganzen verschiedenen G-Varianten, die damals im Herbst letzten Jahres dann munter durchwechselten. Da hat die Stadt halt auch 115.000 Euro reingegeben. Dadurch wurde es möglich, fast eine 500.000 von der Kulturstiftung des Bundes zu bekommen. Also alles viel auf der monetären Ebene. Und genau, das war halt das, was wir akut gemacht haben. Und dann, bitte nächste Folie, haben wir aber festgestellt, dass obwohl Geld schon immer viel hilft und unsere Haltung mit der Flexibilität und so weiter schon viel genutzt hat, dass das irgendwie nicht alles gewesen sein kann. Also es gab immer wieder die Frage, auch aus der Szene, wie man eigentlich sein Programm noch an die Leute bringen kann, wie kann man noch durchdringen, weil entweder durfte niemand was machen oder es durften alle was machen und alle wollten was machen.
das war so ein Dilemma für gerade für die Kleineren und so weiter, die sich zumindest zum Teil nicht gesehen fühlten. Wobei das Problem halt auch in größeren Teilen der Szene anzutreffen ist. Dieses Gesehenwerden ist nicht immer zu voller Befriedigung von allen Akteuren. Manchmal hat man das Gefühl, ja, die Kultur wird zwar gesehen, aber nicht ausreichend. Und dieses haben wir registriert, dass das halt auch irgendwie so ein Wunderpunkt ist. Genau, und das traf zusammen mit einer anderen Entwicklung in diesem Bereich bei der Corona wie ein Brennglas gewirkt hat, und das ist die Digitalisierung. Die war im Kulturbüro natürlich auch vorher schon ein Thema, aber nicht griffig genug, muss man sagen. Und in der Pandemie war das Thema ja einfach viel greifbarer als sonst. Die Situation hat auf jeden Fall Möglichkeiten aufgezeigt, die ja viele von Ihnen und euch auch genutzt haben, aber natürlich auch Grenzen. So, dass vielleicht auch zum Glück das Digitale, das Live-Erlebnis so ohne weiteres nicht ersetzen kann. Genau, und wir haben uns infolgedessen intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, noch mehr als zuvor. Und daraus ist dann letztendlich ein Gedanke entstanden, diese Handlungsstränge zu verknüpfen. Also dieser Wunsch, mehr gesehen zu werden von vielen Akteuren und natürlich das digitale Element mit dem Analogen zu verbinden. Das haben wir zusammengeführt und eine Stelle geschaffen, die seit letzten Sommer, wie du vorhin schon eingeleitet hast, Jürgen, von Kevin Altenberger besetzt wurde. Und der übernimmt jetzt mal und erklärt den Rest, auf den ich eigentlich nur hinaus will. Ja, vielen Dank. Der Thorsten sprach es schon an. Der initiale Reflex war natürlich erstmal, und auch das war völlig verständlich in dieser Situation, im Ausbruch der Krise, Lockdown, war, dass man in diesem Sinne erstmal ganz klassisch sein Angebot digitalisiert, dass man ein zum Beispiel Theaterstück filmt und es on demand zur Verfügung stellt. Das ist natürlich gerade in dem Moment und in der Situation, in der man sich damals dann befand, ist das kurzfristig gerade zu dem Zeitpunkt dann eine total schöne Sache gewesen. Und hat natürlich auch vielen Leuten dann trotzdem was ermöglicht. Und wie Thorsten es auch schon angesprochen hat, konnte das Kulturbüro ja dann trotzdem Fördergelder neu umstricken, dass man sagt, okay, das ändert man einfach, wie das Projekt eigentlich aussehen sollte, und macht es trotzdem möglich. Als ich dann im Sommer 2021 angefangen habe im Kulturbüro, war so ein bisschen die Frage, dass man aber ja auch langfristig denken muss. Und die Erkenntnis ist eigentlich, dass wenn man diesen Gedanken weiter verfolgen würde, dass man einfach etwas Analoges digitalisiert und es dann zur Verfügung stellt, dass damit eigentlich auch eine gewisse Entwertung einhergeht des eigentlichen wertvollen und so tollen Kulturgutes, das man ja zur Verfügung stellt. Denn böse gesprochen ist man dann natürlich dann damit konfrontiert, dass ein so aufwendig produziertes Werk oder Projekt dem Algorithmus oder einem Feed zum Opfer fällt und eigentlich nur ein Swipe von der Vergessenheit der Digitalen entfernt ist, was ja eigentlich, also das kann eigentlich nicht die Lösung sein. So, das ist uns allen klar geworden und genauso auch mir, und ich habe dann überlegt, wie kann man das ändern und was kann man stattdessen machen? Und meine grundlegende und übergeordnete Erkenntnis war, dass es digitale Inhalte braucht, die nicht das eigentliche Kulturgut ersetzen und das eigentliche analoge Erlebnis, sondern die Lust darauf machen, die anregen und wo man denkt, ich möchte genau das erleben, weil das Digitale, das hat man auch mit der Zeit festgestellt, es ist nicht ersetzbar. Das Erlebnis, das Sozialerlebnis, ich erlebe Kultur, das ist nicht das Gleiche, als ob ich auf dem Sofa sitze und mich darüber entscheide, ob ich statt Netflix heute einen Stream anschaue eines Kulturerlebnisses in Oldenburg. Und das war so mein Grundgedanke, und auf dem habe ich versucht aufzubauen und überlegt. Und die grundlegende Problematik oder Herausforderung dabei ist natürlich, dass diese Stelle, die geschaffen wurde, ist ja
eine Person mit mir und trotzdem hat man ja viele, viele Kultureinrichtungen, städtische Szeneeinrichtungen und der Gedanke daran, dass man jetzt für jede Einrichtung eine einzelne Strategie sich überlegt, was könnten wir da machen, ist natürlich völlig, völlig absurd und über die Maße der Realisierungsmöglichkeiten geht das völlig hinaus. Und deshalb war mein Lösungsansatz, es braucht eine große Plattform, es braucht eine gebündelte Plattform, die eine Marke schafft, die stellvertretend für die gesamte Kulturszene agiert und diese ins Rampenlicht ziehen möchte und eine Bühne bietet und damit eine Stimme gibt. Das war dann ein Gedanke, der gefasst war und da brauchte man dann, also was der Gedanke war, was ist dafür nötig? Notwendig war dafür, dass es einen fixen Anlaufpunkt gibt, wo die Leute wissen, das ist diese Plattform. Und es braucht, wenn bestmöglich, ein prominentes Medium noch zusätzlich. Und so wollte es dann die glückliche Fügung, muss man ehrlicherweise sagen, dass der Zufall es so wollte, dass nicht nur die Stelle geschaffen wurde im Kulturbüro, sondern ich dann auch noch auf Thorsten getroffen habe, der jahrelange Erfahrung in der Textarbeit hatte und tatsächlich schon längst ähnliche Gedanken sich gemacht hatte. Und uns ganz schnell klar wurde, dass wir da zwei Ideen zueinander oder zwei Gedanken perfekt miteinander fusionieren könnten bei uns im Kulturbüro, die eigentlich nur komplementär zueinander fungieren. Und so haben wir uns dann dazu entschieden, dass es gerade, wenn wir das zusammen machen, dass wir perfekt ein Online-Magazin schaffen können für die Oldenburger Kulturszene und einen zugehörigen Podcast. Wir haben beide die entsprechenden Fähigkeiten dafür gehabt. Also war okay, damit können wir auch wirklich mit einem professionellen Anspruch leisten. Und so ist dann auch, wenn man wieder zurückgeht auf den Gedanken, ist das genau dann erfüllt, dass wir eine Plattform schaffen, auf die, bei der wir die Kulturszene bestmöglich abbilden und darstellen können. Und da war dann die Frage, okay, starten wir da jetzt neu, aber auch ein guter Zufall oder eine gute Gegebenheit war, dass es gar nicht notwendig war, sich eine neue Marke auszudenken oder neu zu schaffen, sondern es bereits im Kulturbüro eine Marke gab, die in der Hinterhand lag, so. Das war der Kulturschnack. Das ist eine Marke, die ursprünglich der OTM ins Leben gerufen hatte und dann vom Kulturbüro übernommen wurde. Und Kulturschnack, das hat dann einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Das war eigentlich keine großen Gedanken, die wir daran verschwenden mussten, ob wir die jetzt nur nehmen, weil das lag dann total auf der Hand nach unseren vorherigen Gedanken und wollten auch auf der bereits geschaffenen und geleisteten Arbeit, die da vom OTM gemacht wurde, wollten wir auch aufbauen und haben uns dann entschieden, das nehmen wir, setzen aber mit einer komplett neuen visuellen Erscheinung einen Cut, dass klar ist, hier kommt auch was Neues. Also wir nehmen diese Marke, bauen was Neues auf, aber möchten trotzdem auf die Historie verweisen so und möchten diese auf der Marke aufbauen. Und so haben wir dann jetzt in den letzten Monaten alle unsere Kräfte quasi in die Umsetzung dieser Pläne reingesteckt und freuen uns jetzt total, dass wir nächste Woche mit unserer Seite live gehen können, dem neuen Kulturschnack. Und da können wir dann jetzt gerne auch die nächste Folie zeigen. Da können wir dann jetzt schon mal einen kleinen Look and Feel für die Seite geben, die es dann ab nächster Woche zu erleben geben wird. Das ist quasi einmal also die Desktop-Ansicht. Es wird die natürlich logischerweise mobil zu erleben geben. Der zugehörige Podcast wird auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören sein, wird in die Szene gehen, wird mit den Leuten sprechen, die unsere Kulturszene prägen und erlebbar machen. Und genau, der Podcast wird genauso auch auf der Seite zu sehen sein. Wir werden unterschiedlichste Formate ausprobieren, machen und da mangelt es uns auf jeden Fall nicht an Ideen und freuen uns jetzt total damit an den Start zu gehen und dann im Weiteren strategisch gesehen möchten wir diese Marke natürlich aufbauen, immer größer machen
und dann dieses Vehikel nicht einfach nur im digitalen Raum damit bleiben, sondern dann ein so fester Begriff zu sein innerhalb der Szene, dass wir das auch in den analogen Raum raustragen können und dann gegebenenfalls Debatte auch analog bei Veranstaltungen uns treffen können, Live-Podcasts aufnehmen können und Themen, die in der Szene, um die da gesprochen wird, dann uns damit gemeinsam auseinandersetzen können. Das sind dann perspektivisch Dinge, die wir damit auch machen wollen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Kevin Altenberger, und auch danke nochmal Thorsten Lange für den ersten Impuls aus dem Kulturbüro der Stadt Oldenburg. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Nachfrage meinerseits an dich jetzt gerade, Kevin, wo wir das gerade gesehen haben. Du sagst, der geht nächste Woche online, der Kulturschnack. Wie wird das mittelfristig geplant sein? Kommt ihr auf die Leute und Institutionen zu? Sollen die sich bei euch melden? Schafft ihr das redaktionell überall zu sein oder müsst ihr dann doch mal vielleicht aussieben? Habt ihr da euch schon zu Gedanken gemacht? Wie wird das geplant? Thorsten, möchtest du da gerne vielleicht was zu sagen? Also haben wir uns natürlich auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar. Ja, nee, Kevin, du kannst das auch gerne übernehmen. Also du bist in einem Konzept ganz stark. Also einer müsste jetzt mal. Genau, also wir werden auf jeden Fall sowohl herantreten an die Kulturakteure, das ist fest bei uns geplant, und natürlich können aber auch die Kulturakteure gerne mit allem, was sie haben, an uns herantreten. Was ganz klar ist, wir bleiben zwei Personen, die das machen, und natürlich gibt es eine Unmenge an kreativen Output hier in unserer Stadt. Auch wir werden vor die Herausforderung gestellt sein, dass wir redaktionell auswählen müssen, worüber wir was machen, gerade wenn wir auch aufwendige Formate produzieren wollen. Wo wir uns eigentlich beide ganz, ganz sicher sind, ist, dass vielleicht nicht immer jederzeit jeder mit allem durchdringen können wird. Aber wenn wir dann auf jeden Fall, und das ist unser Streben, wenn wir dann mit den Kulturakteuren was machen, dann soll es auch etwas Tolles, etwas Nachhaltiges sein, etwas, das in Erinnerung bleibt, so, und das ist unser Anspruch. Wir haben auch eine Mailadresse, an die gerne in Presseverteilern für Kulturprojekte an uns gewandt werden kann. Das ist kulturschnack@stadt-oldenburg.de. Da erreicht es uns auf jeden Fall beide. Und genau, da können gerne Pressemitteilungen, Ideen für, wenn Projekte am Start sind, da kann sich gerne hingewandt werden. Und genau, wenn es dann für uns passt, dann auf jeden Fall werden wir uns melden und kommen darauf zurück. Und wir versuchen, alles so gut wie möglich darzustellen, abzubilden und zu repräsentieren. Ja, sensationell. Vielen Dank. Darf ich kurz noch mal nachhaken? Ja. Eine kurze Ergänzung nur. Also vielleicht muss man das dazu sagen, weil wir eine Verwaltung sind. Und eine Verwaltung hat ja ein bestimmtes Image, die eher im Verborgenen arbeitet, jedenfalls eher bei sich im Büro bleibt. Genau das wollen wir natürlich nicht. Wir sind schon unterwegs in der Szene. Wir gehen raus. Das ist ganz klar unser Anspruch, dass wir hier uns nicht irgendwo verschanzen im PFL oder sowas. Ganz klar. Und wir versuchen, interessante Geschichten zu entdecken, sind aber natürlich auch ganz Ohr, wenn sich jemand meldet. Also das ist wirklich ein offener Kanal und wir wollen raus, raus, raus. Schön gesagt, ja. Vielen Dank. Sieht sehr ansprechend aus und wir sind alle sehr, sehr gespannt. Der Hinweis jetzt nochmal am Ende unserer Impulsvorträge wird es nochmal eine Diskussionsrunde geben. Also da werden die beiden auch nochmal für Rede und Antwort anwesend sein. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar wird es jetzt der erste Impuls sozusagen aus der Praxis sein, einer Oldenburger Institution. Und zwar geht es jetzt ins Oldenburger Computermuseum. Und wir haben Timo Eddix heute hier. Und der ist ja eigentlich sogar im digitalen Raum beruflich schon immer zu Hause gewesen. Ne? Timo ist seit 1994 3D-Grafiker, hat 2006 eine 3D-Grafik, Timo Eddix, Eddix Grafik heißt seine Firma, gegründet. Und 2008 aber das Oldenburger Computermuseum gegründet und mit einigen digitalen Angeboten unterwegs gewesen. Vielleicht hören wir jetzt noch ein bisschen mehr dazu und ich gebe das Wort an Timo Eddix ab. Ich danke dir. Ich danke allgemein für die Einladung, dass ich heute Abend etwas über uns erzählen darf und auch über unsere Tätigkeit in den letzten 2 Jahren. Mein Name ist, wie gesagt, Timo Eddix. Ich bin Gründer des Oldenburger Computermuseums, das rein ehrenamtlich und überhaupt nicht Vollzeit betrieben wird. Das heißt, auch vor der Pandemie war es eher so, dass wir einmal in der Woche 3 Stunden geöffnet hatten und ansonsten die Besuche per angemeldeter Gruppe oder eben zu Sonderveranstaltungen wie Internationaler Museumstag oder Nacht der Museen möglich ist. Also es ist kein durchgängig offenes Museum, wie man das von den größeren Häusern kennt. Allerdings, es gibt uns jetzt tatsächlich, wie du richtig sagst, seit, 14 Jahren.
Wir haben 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das hinter mir ist auch kein Wallpaper. Das ist, ich sitze hier wirklich gerade alleine im Museum. Das ist praktisch live, wie unsere Livestreams. Und natürlich hat uns auch die Pandemie hart getroffen, denn dieses Museum ist ein Hands-on-Museum. Das heißt, wir wollen, dass die Besucher an die Geräte gehen. Habe ich den mal so gerät hier. Die Joysticks in die Hand nehmen, an den Tastaturen tätig werden. Und das ist natürlich aus hygienischer Sicht mit so einer Pandemie schlecht zu vereinbaren. Und daher haben wir tatsächlich seit 2 Jahren komplett geschlossen. Ja, das ist wirklich schlimm, weil eigentlich der Antrieb dessen, weswegen wir das machen, sind leuchtende Besucheraugen und Menschen, die sich irgendwie hier wiederfinden, die ihre Kinder mitbringen oder Kinder, die ihre Eltern mitbringen. Und all dieses positive Feedback, was wir von unseren Besuchern haben und haben möchten, gibt es jetzt seit 2 Jahren nicht. Und damit wir nicht nur so im eigenen Saft brödeln, haben wir uns halt überlegt, was wir so machen. Ihr hattet gerade schon vorher über Gelder gesprochen, die es auch von der Verwaltung gab. Ich bin sehr froh, dass wir bisher komplett ohne fremde Hilfe, also ohne zusätzliche fremde Hilfe, wir haben natürlich Sponsoren, die hatten wir auch schon vorher, zurechtkommen. Also uns gibt es noch, wir brauchten noch keine finanzielle Spritze, wir können auch die Miete bezahlen. Das ist schon mal die erste positive Nachricht, denn hier werden ja auch keine Gehälter fällig. Hier wird die Miete fällig und das funktioniert so. Gut, jetzt haben wir uns ganz am Anfang dieser schlimmen Zeit überlegt, was können wir tun? Und ich weiß nicht, ob sich die Älteren werden sich erinnern, vor 2 Jahren sind alle möglichen Läden auf einmal online gegangen. Da gab es Live-Konzerte und online von links, online von rechts. Und dann sind wir, das war also nicht unsere Idee, sondern wir haben gesagt, das können wir auch. Und haben uns ein Format überlegt, was vielleicht genauso nischig ist wie das Thema unseres Museums. Wir haben die größte Community damals auf Facebook gehabt und haben halt gesagt, okay, dann gehen wir bei Facebook live und stellen es nachher bei YouTube re-live. Das heißt, das eigentliche Live-Event ist genau gleichzeitig zu den Öffnungszeiten, dienstags abends 18 bis, mal gucken, wie lange es geht. Dazu erzähle ich gleich noch was. Und das Ganze wird dann später, wenn wir fertig sind, am selben Abend noch bei YouTube live gestellt und da sind sie jetzt noch. Wir waren in der Zeit jetzt insgesamt 47 Mal live. Und so ein Livestream hat, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der kürzeste war 42 Minuten, der längste war 1,5 Stunden. Wenn man mich nicht bremst, dann erzähle ich halt was. Das ist so. Und auch noch ganz wichtig, wir haben dieses Format von Anfang an als interaktives Format geplant. Wir haben es natürlich immer pandemiebedingt zu zweit, maximal zu dritt gemacht. Das heißt, ein Mensch, der mich gefilmt hat und ich habe was erzählt oder ich hatte neben mir noch einen Gast, der etwas erzählt hat, also Vereinsmitglieder, Fachleute, Leiter anderer Museen, die hier waren, unser wissenschaftlicher Beirat, der ein Buch vorgestellt hat, alles Mögliche. Und derjenige, der die Kameraführung gemacht hat, hat auch immer live den Chat mitgelesen, der dann bei Facebook war. Und da konnte man sich natürlich auch immer einbringen und sagen, hier kannst du nochmal zurückschwenken oder ihr seid jetzt so schnell über das Thema, könnt ihr dann nochmal zurück. Und das war für mich einer der wichtigsten Punkte, dass wir so die Zuschauer in eine Möglichkeit bringen, das Museum virtuell zu besuchen, mit mir als persönlichem Führer in einer 1:1-Betreuung. Und dass wir da so halt ein Feedback geben. Das heißt, wir haben nicht nur Videos produziert und nachher auf YouTube gestellt, sondern uns war wichtig, dass es eben ein in dem Moment interaktives Format ist. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ist natürlich schön, dass wir nach außen Leute erreicht haben. Wir hatten am Anfang, also als das noch alles so, als wir alle irgendwie dachten, nur ich versauere hier zu Hause, mir fällt nach 3 Wochen die Decke auf den Kopf, hatten wir irgendwie im Peak so 120, 130, 150 Zuschauer gleichzeitig. Jetzt nach 2 Jahren kann ich sagen, bin ich froh, wenn 30 Leute gleichzeitig online sind. Das ist natürlich im Überangebot und im Überfluss nach unten gegangen, aber die Videos sind ja auf ewig bei YouTube und wir zeigen ja nun mal Dinge, die 30 bis 40 Jahre alt sind, die altern gut. Das heißt, wenn man sich dieselbe Führung 5 Jahre später nochmal anguckt, hat sich nichts verändert. Deswegen ist das ein idealer Inhalt, hier über Dinge zu erzählen. Und zu den Inhalten selber kann ich natürlich sagen, es gibt hier so einige Sachen, die ich auch während meinen normalen Führungen den Gruppen erzähle und das, ja, ich sagte es ja schon, wenn mich keiner bremst, eine normale Führung, wenn man uns besucht, dauert hier 1 Stunde. Ich habe die ersten 4 Streams 4 Stunden lang eine Führung gemacht, die dieselben Inhalte haben, nur in der maximalen Ausführlichkeit. Und dann sind wir auf spezielle Systeme zugegangen oder haben, wie gesagt, eine Buchvorstellung gemacht, haben unsere Mitglieder befragt, die aktiven Teammitglieder hier befragt, was sie daran reizt, sich hier ehrenamtlich zu beteiligen, wie die Hintergründe sind. Also das sollte natürlich alles auch den Hintergrund haben, unsere Zuschauer einzuladen, nach Ende der Pandemie hierher zu kommen und mitzumachen. Das also jetzt nicht nur so per Briefmarke am Bildschirm zu erleben, sondern eben auch
das Hands-on zu erleben, also selber zu machen. Und gerade gestern Abend, kann ich jetzt ja schon mal verkünden, hatten wir das allererste Team-Meeting seit 2 Jahren, also mit diesen Leuten, die habe ich wirklich teilweise seit 2 Jahren wieder erlebt oder wieder gesehen. Und ich muss auch dazu sagen, die Hälfte der Gruppe, die sich hier gestern getroffen hat, waren komplett neue Gesichter, die noch nie zu einem regulären Betrieb des Museums da waren. Das sind also Leute, die über den Livestream auf uns aufmerksam geworden sind oder eben auch über das, wie heißt das bei der Verwaltung? Ehrensache? Ja, ne? Ja, Thorsten, danke fürs Nicken. Genau, also darüber in der Vermittlung hierher gekommen sind und wir haben uns entschieden, Anfang April unseren regulären Betrieb wieder aufzunehmen. Das ist eine so schöne Nachricht für mich. Das ist also endlich genau wieder hoffentlich die zufriedenen Besuchergesichter gibt und man weiß, warum man jetzt hier 2 Jahre lang die Bude geputzt und die Geräte am Laufen gehalten hat, weil mehr ist hier nicht passiert. Wir waren tatsächlich sehr, sehr vorsichtig mit uns und mit unseren Besuchern und natürlich auch mit den Gerätschaften im hygienischen Sinne. Ja. Ja, ich bin ja der Bremser an dieser Stelle heute ja hier. Du hast ja gesagt, du quatschst sonst so lange weiter. Ich bin schon rüber über die Zeit. deswegen bin ich ja heute da, Timo, aber eine Nachfrage habe ich Jonas, noch. Jonas, das geht alles von deiner Zeit ab, ist das okay? Ich habe selber einige Streams bei euch gesehen und fand sie auch sensationell und war auch total begeistert, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer ihr am Anfang hattet. Und das hat uns dann auch inspiriert, in anderen Formaten, in denen auch ich aktiv war, auch mal mit Livestreams an den Start zu gehen. Oh, würdest du sagen, Timo, wenn die Eintritt gekostet hätten, also ein Stream war ja bei euch kostenlos. Theater und Live-Kultur lebt ja davon, dass die Leute Eintritt bezahlen. Und wenn man so ein Ticket kauft für so einen Livestream, hätte sich das bei euch genauso erfolgreich abgebildet? Ich glaube, dazu hätten wir uns erst etablieren müssen, dass man dann irgendwie weiß, okay, das ist im Bezahlformat irgendwie, man kriegt noch mehr. Also ich höre sehr, sehr viel Podcasts und das ist natürlich in den letzten 2 Jahren noch viel, viel mehr. Da ist es ja auch häufig so, dass es irgendwie ein Format gibt, was kostenlos im normalen Podcast-Feed rausgeht. Und dann gibt es meistens noch so Plusinhalte für Patreon oder ähnliche Dauerzahler, die dann irgendwie noch mehrere Themen kriegen. Es gibt gerade im Retro-Bereich einen Podcast namens Stay Forever, die das sehr erfolgreich machen. Auch sehr zu empfehlen. Das heißt, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, normale Inhalte, kurze Live-Feeds von 10, 15 Minuten gibt es immer für jedermann. Aber wenn man jetzt mal bei dem, was weiß ich, beim C64 oder beim Sinclair nochmal in die Tiefe geht und einen Programmierkurs macht, das hätte man dann monetarisieren können. Nur ist es bei uns so, dass das normale Eintrittsgeld hier als Besucher 2 Euro kostet und als Vereinsmitglied umsonst. Das heißt, das ist bei uns überhaupt nicht die Einnahmequelle. Also ist klar. Deswegen ist das auch jetzt nicht so ein Rieseneinbruch, dass wir keine Besucher hatten. Unsere Finanzierung läuft glücklicherweise größtenteils anders. Mhm. Also ich glaube, bei uns speziell nicht, da ist ehrlich gesagt auch niemand drauf gekommen, dass da eine Monetarisierung dieser Inhalte sinnvoll wäre. Ja, starker Fokus auf Ehrenamt auf jeden Fall im Oldenburger Computermuseum. Es gibt natürlich Häuser, die da ganz anders arbeiten und damit kommen wir zum Oldenburgischen Staatstheater. Wir haben Jonas Heinecke hier jetzt zu Gast und der arbeitet gerade am Technical Ballroom. Er ist dort leitender Dramaturg am Staatstheater und seit 2022 sogar stellvertretender Schauspieldirektor. Und ich bin jetzt gerade sehr, sehr gespannt, was sich unter dem Theater der Digital Natives unter dem Titel Technical Ballrooms verbirgt und gebe das Wort an Jonas Heinecke. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr über die Einladung und vor allem über die interessanten Vorredner. Ich glaube, ich brauche gar nicht so furchtbar viel zu berichten. Ich kann mich eigentlich bei ganz, ganz vielen Sachen, die Sie, die ihr eben erzählt habt, anschließen. Vielleicht ein ganz kurzer Ausflug in die Theaterrealität in den letzten 2 Jahren. Also klar, uns haben diese Einschränkungen ab März 2020 auch extrem hart getroffen. Also auch unsere Arbeitsgrundlage war von jetzt auf gleich weg. Das hatte nicht nur mit der Begrenzung der Publikumszahlen zu tun, sondern vor allen Dingen mit den Schutzmaßnahmen der Landesunfallkassen, die uns auferlegt worden sind. Also da gab es die abstrusesten Vorschriften. Also da gab es, das kennt man, glaube ich, Abstand zwischen 2 Schauspielerinnen beispielsweise durfte auf der Bühne nur noch 1,50 Meter betragen. Dann musste man 5 Meter Abstand zur nächsten singenden Person halten oder 8 Meter sogar bei Blechbläsern, glaube ich, war so eine Regelung. Da können Sie sich also vorstellen, sobald man dann da eine Posaune auf der Bühne hatte, durfte da eigentlich überhaupt nichts mehr anderes auf dieser Bühne stattfinden. Das heißt, so die Arbeit mit Chören, Orchestern, großen Kollektiven, an die war eigentlich überhaupt gar nicht zu denken. Und natürlich gab es am Anfang auch die Phase, wo wir einfach überhaupt gar nichts machen durften, wo wir wie alle anderen natürlich auch schließen mussten.
Und ich glaube, das war dann auch in den meisten Kulturinstitutionen genauso wie bei uns. Es gab erstmal so eine ganz wilde Orientierungsphase mit tausenderlei Ideen. Ich sage immer, man hat sich damals gefühlt wie so ein Monster-Truck im Burnout eigentlich. Ja? Also viel, viel Kraftaufwand, viel, viel Qualm wurde produziert, aber man ist keinen Zentimeter vorangekommen. Also man hat eine Zoom-Konferenz nach der anderen letztendlich gemacht, hat Ideen hin und her geworfen und eine Woche später ist das alles in den Mülleimer gelandet. Also ich saß wirklich schon vor einem fertigen Modell eines großen Autokinotheaters, was an den Weser-Ems-Hallen errichtet werden sollte, mit verschiedenen Kulturinstitutionen in der Stadt. Da gab es schon einen Spielplan für und alles Mögliche. Da wurden schon Rechte angefragt und eine Woche später wurde diese Idee beerdigt, weil es schon wieder irgendeine neue Regelung gab. Und natürlich haben auch wir, wie ganz viele andere Theater und Kulturinstitutionen, dann ja letztendlich die Flucht ins Internet angetreten. Also wir haben uns da erstmal video-informationstechnisch verstärkt. Wir haben Konzerte gestreamt, wir haben Vorträge über Zoom gemacht, wir haben Filme produziert, wir haben einen YouTube-Kanal aufgemacht und solche Sachen. Also kurz, wir haben versucht, das Analoge ins Digitale zu übertragen, wie Kevin Altenberger vorhin schon sagte. Und wir mussten dann aber tatsächlich feststellen, dass dort niemand so richtig auf uns gewartet hat. Also wir sind da letztendlich auf einen Markt gekommen, der schon seit Jahren eigentlich überschwemmt ist mit kostenlosen Kulturangeboten, die in der Regel auch einfach höherwertiger produziert waren als das, was wir anbieten konnten. Also abgefilmtes Theater gibt es schon seit 100 Jahren. Ja, das kann man im Kino beobachten. Es gibt Leute, die natürlich bessere Podcasts machen konnten und in einer höheren Qualität vielleicht Musikangebote stellen konnten. Also das war tatsächlich sehr, sehr ernüchternd, was man dann dort an den Klickzahlen wahrgenommen hat. Da gab es also relativ wenig Impact. Aber es gab ein paar Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind dann tatsächlich sehr interessant. Das ist eben auch schon häufiger mal angeklungen. Also ich würde da so drei Gruppen festmachen. Das sind vor allen Dingen interaktive Sachen gewesen, also Sachen, bei denen man tatsächlich mit dem Publikum in Interaktion tritt. Wir hatten ein Programm, das klingt jetzt vielleicht total simpel, aber wir haben angefangen mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern digital mit O1 Bingo zu spielen. Das heißt, da gab es ein Bingo-Format, da gab es eine kleine Band dazu. Zuschauerinnen und Zuschauer haben per Post Bingo-Scheine zugestellt bekommen und man konnte dann über O1 und über Internet gestreamt dann live da Bingo mitmachen. Das war Wahnsinn, also das war ganz toll. Man konnte dann Nachrichten in diese Sendung schicken. Wir haben, glaube ich, auch ein Pärchen vermittelt. Also das wurde unheimlich gut angenommen. Das war wirklich schön. Das sind also diese interaktiven Formate. Dann, was funktionierte, das waren Vorträge, also solche Formate, wie wir sie jetzt ja auch gerade hier praktizieren, also hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann Vorträge gehalten haben, wo man dann eben nicht nur das lokale Publikum erreicht hat, sondern in die ganze Welt letztendlich streamen konnte. Und das Dritte waren wirklich dezidierte Produktionen, die auf das Kernpublikum abgesehen haben. Also wir haben beispielsweise um Weihnachten rum so eine Art Weihnachtsgala, relativ teuer produziert, die dann tatsächlich auch 12.000 Menschen im Netz sich angeschaut haben. Also das funktionierte tatsächlich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, der Impact bei allen anderen Sachen, die wir quasi nur in Anführungsstrichen gestreamt haben, da war relativ gering. Und das hat aber auch sehr, sehr beruhigt, muss ich letztendlich sagen, weil sonst hätten wir uns wirklich die Frage stellen können, ist eigentlich diese kopräsente Art, diese Art, dass man zusammen in einem Raum Kunst macht, ist die eigentlich überflüssig. Und das hat uns tatsächlich beruhigt, dass das offensichtlich nicht der Fall ist. Und das ist auch das, was eigentlich so die Forschung im Audience Development Bereich sagt. Also jetzt müssen sich alle Kulturschaffenden vielleicht ein bisschen festhalten, aber dieses Audience Development sagt mehr oder weniger, das kulturelle Produkt, was wir dort anbieten, das ist nicht immer primär. Das ist manchmal wirklich eher sekundär. Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren sich ganz häufig über das oder an dem Nutzungszusammenhang oder an dem Surrounding. Das heißt also bei unserem Fall beispielsweise, mit wem gehe ich dorthin? Wer ist da noch?
Kann ich da was essen? Kann ich da was trinken? Wie ist kurz gesagt die Aufenthaltsqualität? Wie ist die Atmosphäre? Also ich habe zum Beispiel, ich habe letzte Woche Donnerstag bei uns an der Kasse erst erlebt, da sagte eine Frau, sagen Sie mal, was kommt denn bei Ihnen als nächstes im großen Haus? Die interessierte sich also nicht dafür, was wir als nächstes ein Ballett machen oder im Schauspiel oder im Jungen Staatstheater. Nein, die wollte mit ihrer Freundin, die irgendwie zu Besuch war, bei uns ins große Haus wegen der Architektur. Also wegen dieses Rokoko-Interieurs. Das wollte sie quasi zeigen. Und das war für die wesentlich wichtiger als das, was wir als Kunst anbieten können. Das heißt aber auch, dass wir das nur dort vor Ort anbieten können. Das kann man im Internet jedenfalls noch nicht nachbilden. Das wird vielleicht irgendwann einmal kommen, dass das möglich ist. Aber es geht tatsächlich um den Anlass und das soziokulturelle Ereignis, um das Erlebnis, wie Kevin Altenberger vorhin schon sagte. Und deswegen sind wir in einem weiteren Schluss darauf gekommen, wir finden dennoch die Auseinandersetzung mit technischen Fragen, mit der Digitalität und so weiter, finden wir sehr, sehr interessant. Aber wir glauben, wir müssen das bei uns vor Ort machen. Und deswegen werden wir in der kommenden Spielzeit ein Projekt haben, den Technical Ballroom, das Theater der Digital Natives. Das wird ein Ort sein bei uns in der Exerzierhalle des Staatstheaters, was wir so quasi zum Tor des Internets erklären. Das heißt, wo wir uns mit Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort in so einem multimedialen Einheitsbühnenbild mit LED-Wänden, mit Sensoren über die Fragen der Digitalität auseinandersetzen wollen, wo wir also mit Messdaten arbeiten wollen, wo wir mit Gaming-Formaten arbeiten wollen, wo wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten wollen. Aber wir wollen das quasi analog vor Ort machen. Wir wollen quasi das Digitale ins Analoge bringen, um uns vor Ort damit auseinanderzusetzen, darüber zu diskutieren, darüber ins Gespräch zu kommen. Genau, das ist so ein Projekt, was wir quasi infolge dieser schwierigen letzten 2 Jahre dann doch auf den Weg gebracht haben. Ist das ein permanentes Angebot oder ist das wie ein Stück, was temporär läuft? Das wird erst einmal gefördert von der Bundeskulturstiftung für 8 Monate bei uns laufen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das quasi zu unserer 8. Sparte letztendlich wird. Ja. Ja, vielen Dank, Jonas Hennecke, für diesen ersten Ausblick auf das, was beim Oldenburgischen Staatstheater als nächstes kommt. Auch da gibt es nachher natürlich die Möglichkeit, nochmal Nachfragen zu stellen in der Diskussionsrunde. Wir sind jetzt noch bei den Impulsen und ich sage erstmal vielen Dank, Jonas, und komme damit zur Musikschule der Stadt Oldenburg und stelle Holger Denkmann vor. Der ist seit 2014 Leiter der Musikschule der Stadt Oldenburg und seit 2017 Regionalsprecher der Region Weser-Ems und Teil der Lenkungsgruppe Digitalisierung im Bundesverband für Musikschulen. Und da bin ich ganz gespannt, welche Angebote dort jetzt vorgestellt werden. Gebe an Holger Denkmann ab. Ja, vielen Dank. Ich habe bei mir so eine Präsentation in meinem Videobild eingeblendet. Das heißt, vielleicht kann man das Screensharing mal beenden. Dann, genau, und dann auf Sprecheransicht, dann sollte man sehen, was ich hier einblende, aber ist jetzt auch nicht so spektakulär. Nur wäre schade, wenn das so gar nicht zu sehen ist. Ja, mein Name ist Holger Denkmann, ich leite die Musikschule der Stadt Oldenburg seit ein paar Jahren, jetzt auch schon bald 8, Wahnsinn. Ja, und genau, wir haben im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, wo ich hier so den Fokus drauf legen soll, weil es natürlich viel gibt, was wir als Musikschule machen digital. Nur einmal auch so ein bisschen nochmal zurück, 2 Jahre. Ja, wir mussten über Nacht digital werden und da ging es natürlich erstmal darum zu handeln. Das habe ich auch meinen Regionalschulen hier empfohlen. Ich habe gesagt, egal wie, es muss losgehen. Und Bedenken kann man formulieren ohne Ende, das ist gar kein Problem. Und die mussten erstmal weggewischt werden und Gott sei Dank hatten wir eine Schublade, ich sag mal auch so ein bisschen durch den vernördeten Schulleiter begründet, mit ganz vielen digitalen Ideen, die immer so ein bisschen ausgebremst worden sind, so von wegen, na, das sind doch nicht wir und das machen wir nicht. Und die konnten wir einfach aufziehen und die ganzen digitalen Ideen, die wir hatten, rausholen. Das heißt, dieser Videoplattformunterricht und diese ganzen Sachen, die konnten wir wirklich über das Wochenende von diesem berühmt-berüchtigten Freitag, den 13.03.,
zum Montag, den 16., also ne, oder 15., also das konnten wir dann so über Nacht sozusagen einführen und das war wirklich gut. Und dann haben wir losgelegt. Und ja, dann ist ja erst immer die Frage nach Equipment und Software und das gibt's ja alles nicht. Und wir haben doch gar nicht die Dienstgeräte und wir sind ja auch städtisch, genauso wie das Kulturbüro. Ja, unsere IT-Abteilung, die hat uns das doch gar nicht zur Verfügung gestellt. Ja, egal. Ja, jeder, jede mit dem, was er sie hat, einfach ran. Das kann man heute nicht mehr so sagen. Ich habe damals an die Front gesagt, würde ich heute nicht mehr sagen. Genau, aber halt eben ran an die Kundschaft. Ja, und dann ging es natürlich auch weiter, sage ich mal, dass dann eben doch der Moment kam, wo die Verwaltung auf den Plan trat und sagte, also Herr Denkmann, wir haben gehört, Sie machen da seit 8 Wochen ganz viel, das ist aber gar nicht mit dem Personalrat abgestimmt und das ist auch mit dem Datenschutz so, ja, und dann ging es eben darum, wir brauchten Dienstgeräte, also es ging nicht mehr, unsere Lehrkräfte sind alle festangestellt, dass das mit privaten Geräten läuft und dann haben wir tatsächlich auch unsere IT-Abteilung überzeugen können, eigene Dienstgeräte zu bekommen. Es ist jeder Musikschullehrer, jedem Lehrerin mit Dienstgerät ausgestattet. Und da haben wir dann eben auch ein Lernprogramm aufgesetzt, wie unsere Kolleginnen lernen, damit umzugehen, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten hier. Genau, wir haben eine Musikschul-App eingeführt, einfach auch, um unsere ganze Verwaltung zu digitalisieren. Das heißt, wir haben keine Papierstundenpläne mehr. All sowas, was ich alles schon immer machen wollte, wo ich immer ein bisschen ausgebremst worden bin, das war plötzlich möglich durch diesen Katalysator für digitales Corona. Ja, und unsere App, das ist immer so ein kleiner Screenshot, die haben wir jetzt. Und wir haben keinen Veranstaltungsplan mehr, der ausgehängt wird, ausgedruckt wird, der sich dann ändert, wieder ausgedruckt wird, rumgeschickt wird. Sondern wir haben alles im digital und dynamischen Format. Das macht wirklich viel Spaß und hat einfach auch die Arbeit schon jetzt verändert. Und auch die skeptischen Kolleginnen wollen nicht mehr zurück, weil der Mehrwert einfach ganz klar und schnell erkennbar ist. Ja. Ja, dann mutig muss man natürlich sein. Also wir haben ausprobiert, klar. Wir wussten nicht, wie Online-Unterricht geht. Und wir haben es einfach gemacht und Gott sei Dank haben viele unserer Kundinnen auch mitgemacht. Und am Anfang haben wir gesagt, wir geben alles Geld zurück und dann haben wir irgendwann Einverständniserklärungen eingeführt, so von wegen, ich bin einverstanden damit, dass ich Online-Unterricht bekomme und ich bin auch damit einverstanden, dafür zu zahlen und so weiter. Und im ersten Lockdown sind wir noch von 100% Auslastung auf ungefähr 50 runtergefallen in den Monaten März, April, wo halt wirklich 100% Lockdown war. Im zweiten Lockdown von Weihnachten bis Ostern, also Weihnachten 20 bis Ostern 21, sind wir nur noch maximal auf 75% runtergefallen. Das heißt, wir haben eigentlich im letzten Jahr gar keine Einnahmeneinbußen mehr. Das haben wir gut auffangen können, einfach durch unsere Digitalstrategie. Ja, Livestreams haben wir gemacht, das ist ja auch gerade gesagt worden vom Theater. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir mit Eltern arbeiten. Das heißt, natürlich gibt es ohne Ende Vorspiele, Konzerte, die man sich bei YouTube angucken kann, auch von viel, viel besseren Künstlern als die, die bei uns an der Musikschule spielen. Aber das sind nicht die Kinder von den Eltern, die ihre Kinder sehen wollen. Und deswegen haben wir auch bei unseren Livestreams ein gleichbleibend hohes Publikum. Ja. Also wenn da jemand seine Enkelkinder sehen will und die Oma und Opa wohnen in Spanien und Enkelkind spielt hier in Oldenburg, das ist super. Das wird auch nach Corona bleiben. Den Tag der offenen Tür, das ist dieses TDOT, was da steht, den haben wir als Click and Meet organisiert. Das heißt, man konnte sich über ein Online-Buchungstool, was ich programmiert habe, konnte man sich halt buchen, ich will Schlagzeug ausprobieren und dann hat man einen Timeslot bekommen, so wie einen Friseurtermin, konnte sich den buchen, ist da hingegangen, hatte ganz in Ruhe Zeit, auch mit der Lehrkraft und konnte sich dann da informieren. Und ja, Digitalisierung darf eben kein Selbstzweck sein, das ist auch das, was wir gelernt haben und das ist auch das, wo ich jetzt so mit schließen möchte, wie geht es denn nun weiter? Sehe ich genauso wie die Vorredner, die ich jetzt hatte, das Analoge muss man irgendwo bewahren.
Denn das sehen wir auch. Jetzt sind wir seit einem Jahr wieder zurück in Präsenz und das ist natürlich ein Wert an sich. Man geht in eine persönliche Beziehung mit einer Lehrkraft, man sucht einen anderen Raum auf, man hat Live-Konzerte mit Live-Publikum. Das, vielleicht ist es auch genauso wie beim Theater, dass man sagt, es ist vielleicht nicht der Musikunterricht als solcher unbedingt, aber es ist eben die persönliche Beziehung mit den Mitmusikerinnen, mit der Lehrkraft, die eben doch online weggefiltert wird. Und die Konkurrenz hat zugenommen. Es gibt jetzt ganz viele Online-Musikschulen, die ganz toll ihre Lehrkräfte bezahlen. Natürlich nicht, aber die sagen, hey, spar dir den Weg zur Musikschule. Mach online und das ist super easy und auch noch richtig günstig und so. Und damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen und uns nicht rechts überholen lassen. Und ja, die Chancen sehen, die Risiken ernst nehmen und im Nicht-Corona-Sinne positiv bleiben, dann denke ich, dass wir auch als Musikschule trotz aller Angebote, die es links und rechts gibt und auch trotz der Medienbelastung, die bei unseren Schülerinnen und Schülern natürlich auch zugenommen hat, am Ball bleiben. Und ja, also unser Mut und unsere Investitionen in diese Richtung haben sich echt ausgezahlt, auch monetär, kann ich nur sagen. Vielen Dank. Ja, danke auch an Holger Denkmann an dieser Stelle. Eine Nachfrage habe ich noch, vielleicht habe ich es auch gerade kurzzeitig verpasst. Gibt es eine bestimmte Software, die Sie genutzt haben? Weil ich weiß nicht, in vielen Online-Konferenzen, in denen ich war, gab es immer wieder gerade Soundprobleme, Delays, asynchrone Tonverhältnisse. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man zusammen musiziert, kann das eine richtige Herausforderung sein, wenn das eben gerade da nicht passgenau ist. Ja, das stimmt. Also das war auch ein so ein Punkt. Das ist halt typisch, ne? Stadtverwaltung trifft auf Kreativwirtschaft. Das ist wirklich sehr gut, dass wir in der Stadt sind. Und ich möchte auch wirklich die Kollegen nicht kritisieren, weil die machen auch nur ihren Job. Der Datenschützer der Stadt Oldenburg muss darauf aufpassen, dass der Datenschutz eingehalten wird. Und der Personalrat muss darauf achten, dass die Mitarbeitenden nicht krank werden vor ihrem PC. Das ist absolut richtig. Und dann hatten wir halt auch die Situation, dass es halt in der Stadt eine vom Personalrat, auch heute nicht mehr denkbar, aber damals war es eben so, befristet für den Zeitraum der Corona-Pandemie, ja, mit Zähneknirschen akzeptierte Videokonferenzlösung gab. Jetzt ist natürlich Videokonferenz auch in der Stadtverwaltung Alltag, ja. Damals aber halt noch nicht so wirklich. Und wir haben Zoom benutzt in den meisten Fällen, einfach weil das die größten Audio-Einstellungsmöglichkeiten gegeben hat. Auch so Stichwort Originalton, dass man eben ohne Sprachfilter das hatte. Also ein Beispiel, eine Kollegin unterrichtet mit einer anderen Software, Schülerin spielt in die Blockflöte rein, die Software denkt, oh, Störgeräusch und macht aus. Und dann hört man nichts mehr, so, ne? Klar, hatten wir ohne Ende solche Situationen, ne? Und ja, wir haben dann alle so mit solchen Audio-Boxen ausgestattet, die man dann eben auch an ein iPad anschließen kann oder eben an ein Tablet mit Stromversorgung, die nicht extra gebraucht wird. Und da dann eben dann ein schönes Kondensatormikrofon dran. Wir sehen ja auch hier beim Kevin Altenberger, habe ich das gesehen, und auch beim Timo Eddix, ne, wunderschöner Mikrosound. Ich bin hier zu Hause, hier habe ich das natürlich dann wieder nicht. Aber in der Schule haben wir das auch. Und ja, das sind dann so Sachen, mit denen man das macht. Aber wir hatten selbstverständlich Soundprobleme und auch Netzprobleme. Jemand, der in Wadenburg wohnt und dann kommt so ein Frame die Sekunde rüber und der Sound nicht. Und natürlich hatten wir da auch zu kämpfen und der ein oder andere ist dann auch tatsächlich aufs Telefon, auf rein Audio umgestiegen. Aber man hat halt am Anfang alles genommen, was ging. Ja, spannender Impuls. Dankeschön nochmal an Holger Denkmann. Genau, das waren jetzt die drei Beispiele aus der Praxis. Wie ist man umgegangen in der Kultur mit der Pandemie? Welche digitalen Strategien hat man entwickelt? Wir wollen jetzt mal einen Ausblick in die Wissenschaft wagen und haben jetzt Dr. Martin Butler hier zu Gast. Er ist Professor für Amerikanistik, Literatur und Kultur hier an der Karl von Ossietzky Universität zu Oldenburg und Vizedirektor des wissenschaftlichen Zentrums Genealogie der Gegenwart. Und er wird uns jetzt einen kleinen Ausflugimpuls geben, welche Rolle Corona überhaupt für die Transformation bei der Kulturbranche gespielt hat. Und ich gebe ab an Dr. Martin Butler für den wissenschaftlichen Beitrag. Ja, vielen Dank. Ich
bin jetzt geplättet von den vielen Impulsen und muss zugestehen, dass ich jetzt gar nicht weiß, was ich da noch Profundes zu beisteuern kann. Ich versuche, wie das Wissenschaftler so machen, am Ende ein paar Fragen zu stellen, mit denen wir uns beschäftigen, die auch gekommen sind unter Corona-Bedingungen und bezogen sind auf die Digitalisierung von kultureller Praxis. Ich würde anfangen mit ein paar Bemerkungen dazu, aus welcher Perspektive ich spreche und was mich eigentlich dazu bringt, mich mit Digitalisierung zu beschäftigen und Kultur. Ich habe mich schon vor Corona lange Zeit dafür interessiert, wie eigentlich digitale Medien, die ja auch schon davor durchaus etabliert waren, Kulturproduktion und Rezeption beeinflussen. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, insbesondere mit Blick auf den nordamerikanischen Kontext, wie kulturelle Praxis, also zum Beispiel das Aufnehmen von Musik oder das Darbieten von Musik oder die Herstellung von Filmen, eigentlich durch digitale Medien, digitale Plattformen, digitale Kanäle wie insbesondere YouTube, sich verändern. Das heißt, welche Form die annehmen, wenn auf einmal eine massenhafte Verbreitung in blitzartiger Geschwindigkeit möglich ist und vor allen Dingen dann, wenn Leute, die eigentlich gar keine professionellen Filmemacher sind, digitale Inhalte hochladen und verbreiten können. Das ist etwas, mit dem habe ich mich beschäftigt, insbesondere unter dem Blickwinkel der Teilhabe an Kulturproduktion durch das, was man so landläufig soziale Medien nennt. Und dann kam die Pandemie. Und dann hat sich der Blick auch des Wissenschaftlers auf Digitalisierung geändert, wie der gesamte Diskurs über Digitalisierung sich geändert hat. Und das haben wir hier heute schon hören können, dass auf einmal das Digitale wieder einigermaßen euphorisch, zumindest in den ersten Monaten der Pandemie, willkommen geheißen wurde als ein Ersatz für einen fehlenden sozialen Raum. Und das ist ein Phänomen, das auch Soziologen, Soziologinnen beschäftigt, auch Kulturwissenschaftlerinnen wie mich, die sich nämlich die Frage stellen, warum sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass das Soziale so bedeutungsvoll ist für Kulturproduktion, wenn doch so vieles auch scheinbar im digitalen Raum funktioniert? Wir haben auch gehört, dass manches nicht funktioniert, aber erstmal waren wir verblüfft davon, wie schnell eigentlich ein Umschwung auf Digitales passiert, zumindest in manchen Bereichen. Das heißt, soziale Medien und Kanäle wie YouTube waren auf einmal wieder unglaublich gut geeignete Orte dafür, das Soziale irgendwie zu ersetzen oder zumindest dafür zu kompensieren, dass wir uns nicht mehr sehen konnten, nicht mehr treffen konnten. Und da haben Bandproben, Konzerte stattgefunden, da haben auf einmal Late-Night-Shows in einer Home-Edition ausgestrahlt, die dann für alle zugänglich war durch diese Kanäle. Und das hatte Konsequenzen auf verschiedenen Ebenen. Auch das haben wir beforscht und wir stehen da teilweise noch vor verschiedenen Fragen, die ich am Ende skizzieren möchte. Das hatte Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen. Die wurden hier schon angesprochen. Ich möchte die vielleicht noch mal zusammenfassend skizzieren. Das erste war, das haben wir heute mitbekommen, dass etablierte Formate in der Kulturbranche ins Virtuelle gewechselt haben. Man hat also tatsächlich versucht, das Analoge ins Digitale zu übersetzen. Kevin Altenberger hat davon gesprochen, dass es um die Digitalisierung von Angeboten ging, als eine erste Reaktion auf das Pandemiegeschehen. Was mache ich? Ich versuche das zu übertragen und ich merke dann aber in der Übertragung, dass sich manche dieser Formate eignen und andere wieder nicht. Und manche Formate verändern sich auch. Ich habe gerade über die in den USA sehr weit verbreitete Late-Night-Show gesprochen. Die hat sich insofern verändert, als dass in der Pandemie die Late-Night-Hosts angefangen haben, die Sendungen von zu Hause aus zu strahlen. Das heißt, der private Raum ist plötzlich zum Studio geworden und hat eine andere Konnotation bekommen. Er ist anders bedeutungsvoll geworden. Leute wie Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel, ganz berühmte Gastgeber dieser Shows, haben diese Shows von zu Hause produziert und haben ihre Familienmitglieder rekrutiert, um diese Show zu produzieren. Das hat natürlich erstmal
einen lustigen Effekt, zeigt aber auch, dass man sich bemüht, so ein Format wie die Late Show oder die Late Night Show aufrechtzuerhalten als etwas, was eine Gesellschaft zusammenhält. Ja, man kann das so sagen, dass dieser Fernsehprogrammpunkt in den USA zumindest einen wichtigen Bestandteil des Alltags ausmacht und man hat sich bemüht, in der Pandemie diesen Bezugspunkt ins Digitale zu übersetzen. Viele physische Veranstaltungen oder Veranstaltungen, die auf physische Kopräsenz aus waren und davon abhängig sind, mussten abgesagt werden. Konzerte, Theater, Aufführungen. Und da entsteht natürlich erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Thorsten Lange hat zu Beginn über die massive Unterstützung gesprochen, die in Oldenburg den Kulturschaffenden zuteil werden musste, damit man da den nötigen Support hatte, um die Kreativität auch weiter aufrechterhalten zu können. Was aber plötzlich fehlt, und ich finde, das hat Jonas Hennecke ganz gut am Wickel gehabt sozusagen, ist, dass die affektiv-körperliche Dimension des Sozialen nicht mehr gegeben ist. Also ich kann nicht mehr ins Theater gehen und mir die Stuckdecke anschauen und mit meinem Bekannten plaudern. Und ich kann eben nicht mehr ins Computermuseum gehen und den Joystick anfassen. Und das ist für Kulturwissenschaftler interessant dahingehend, dass wir beobachten, dass die Materialität, also die Beschaffenheit eines Raumes, eines Museums, eines Theaters, eines Kinosaals, einen ganz wichtigen Bestandteil ausmacht anscheinend, also oder zumindest einen Bestandteil, dem wir eine besondere Wichtigkeit zuschreiben, in kultureller Praxis. Kultur ist nicht nur sozial fingiert sozusagen, sondern ist eben etwas, was in einem bestimmten Raum stattfindet. Und dieser Raum kann durch den Virtuellen dann eben nur in Teilen ersetzt werden. Gleichzeitig entstehen aber andere Räume, Räume der Interaktion. Auch da hat Jonas Hennecke von den partizipativen Räumen des Interaktiven im Theater berichtet. Ich kann berichten aus der Forschung in einem Promotionskolleg, was ich betreue, dass man sich dort beschäftigt mit der Aufführung von Live-Konzerten in Computerspielen. Da werden also Open-World-Computerspiele wie Minecraft oder Fortnite benutzt als Arenen für Live-Konzerte. Das heißt, ganze Szenen verlagern sich in die Avatar-Welten dieser Spiele und finden da zusammen und versuchen da soziale Dimensionen des Kulturellen wieder zu anderem Leben zu erwecken. Ich will gar nicht werten, was jetzt besser ist und was sozusagen authentischer ist, aber es zeigt sich, dass diese Formen so weit genutzt werden, dass ganz neue räumliche Arrangements entstehen, in denen dann sowas wie Konzerte stattfinden. Das ist ein interessanter Punkt, der auch dann interessant ist für Kulturwissenschaftler, wenn man danach fragt, wer da eigentlich Produzent ist, Kulturschaffender, und wer eigentlich Rezipient ist, also derjenige, der dieses kulturelle Angebot konsumiert. Wir fragen uns also, wie das Lesen zum Beispiel, das Zuschauen, das Zuhören sich verändert in Zeiten der Digitalisierung, in der es eben möglich ist, bestimmte Kulturprodukte sozusagen selber zu erstellen. Man braucht eigentlich nur eine Handykamera, damit kann man aufnehmen und gleichzeitig alles auf YouTube hochladen. Ja, also in diesem Zusammenlaufen von Produktion und Rezeption, also von Herstellung und Zuschauen und Zuhören, liegt auch etwas, was Leute wie mich, die sich für Digitalisierung von kultureller Praxis interessieren, unbedingt aufhorchen lassen und dann danach fragen lassen, was genau da eigentlich passiert. Ich habe das ja in Aussicht gestellt, wie das für Wissenschaftler so typisch ist, mit ein paar Fragen den abschließenden Teil meines Impulses beenden. Und ich habe die geordnet auf unterschiedliche Ebenen. Auf einer ästhetischen Ebene fragen wir uns, wie eigentlich die Digitalisierung der Kulturbranche die Entwicklung bestimmter Formen und Formate kulturellen Ausdrucks begünstigt und wie diese Formen aussehen. Das sind andere Formen kultureller Praxis als analoge. So viel steht fest. Ja, und die sind vielleicht nicht signifikant oder grundsätzlich anders, aber das Digitale ist ein Raum, in dem Kulturproduktion und auch Kulturrezeption anders abläuft. Und er läuft deswegen anders ab, und jetzt komme ich zu dem technologischen Bereich, weil andere Technologien und andere Akteure im Spiel sind. Wir fragen uns deshalb, was es eigentlich ausmacht, wenn plötzlich nichtmenschliche Akteure
wie Algorithmen oder künstliche Intelligenz dazu beitragen, kulturelle Praxis zu formieren. Zum Beispiel, wenn künstliche Intelligenz in der Lage ist, Romane zu verfassen, die dann wiederum gelesen werden, rezipiert werden, kritisiert werden, bewertet werden. Was heißt das eigentlich? Und was, so glauben wir, passiert dann mit dem menschgemachten Analogen? Wird das, wie Kevin Altenberger das gefragt hat, entwertet? Und wir interessieren uns dafür, wie wir eigentlich dazu kommen, dem Analogen einen bestimmten Wert zuzuschreiben und dem Digitalen auch. Wie sich also mit dem Analogen und dem Digitalen bestimmte Vorstellungen davon verbinden, was Kultur eigentlich ist oder vielleicht sogar sein soll. Ja? Das heißt, was treibt uns eigentlich in ein Computermuseum? Und warum kann man hands-on, also das Anfassen eines Joysticks, eben nicht so einfach ins Digitale übersetzen? Was verbinden wir mit dem, was wir anfassen können, mit dem, wohin wir gehen können, was eben im Digitalen anders ist? Und ich will nicht sagen schlechter oder besser, sondern einfach nur anders. Und wenn ich vom Wir spreche, spreche ich eben auch von der sozialen Dimension. Und da fragen wir auch danach, wer durch die Digitalisierung von kulturellen Angeboten eigentlich betroffen ist, beziehungsweise wer davon adressiert wird und wer davon profitiert. Wir haben gerade von der Musikschule gehört, dass das wunderbar geklappt hat, aber wir müssten auch danach fragen, wer überhaupt die Möglichkeit hat, an solchen digitalen Angeboten zu partizipieren und wer nicht. Also wer ist in diesem Zoom-Meeting beispielsweise sichtbar, präsent, repräsentiert und wer nicht? Was macht diese Architektur des Zoom-Meetings eigentlich mit unserer zwischenmenschlichen Kommunikation? Wie sprechen wir, wenn wir uns nicht in die Augen gucken können, sondern nur in die Kamera oder auf die eigene Kachel? Das sind Fragen, die wir uns stellen, die Implikationen haben für das Soziale, für die Interaktion und Kommunikation im Zwischenmenschlichen. Und natürlich stellen wir uns Fragen zu den ökonomischen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kulturbranche in ganz unterschiedlichen Perspektiven beziehungsweise in ganz unterschiedlichen Hinsichten. Gleichzeitig kann man auch schauen, danach Ausschau halten, welche neuen Businessmodelle entstehen im digitalen Raum. Ja, wenn man sich Vlogging-Kanäle anschaut, die mit Werbung durchsetzt auf YouTube laufen, dann wird ganz klar, dass es gar nicht darum geht, hier etwas zu produzieren, was monetarisiert werden kann. Und da spielt natürlich die ökonomische Dimension auch eine Rolle. Und ich möchte vielleicht schließen mit einem weiteren Forschungsinteresse, das wir gerade im Rahmen eines Promotionskollegs verfolgen, nämlich das Interesse daran, wie eigentlich die Zukunft des Digitalen und des Analogen hergestellt wird. Nicht wie sie aussieht, sondern wie bestimmte Zukunftsentwürfe entstehen. Wer ist eigentlich in der Lage und wer ist sozusagen verantwortlich dafür, die Zukunft des Digitalen und des Analogen zu erzählen? Und wie wirken diese Erzählungen etwa aus politischen Kreisen oder aus der Stadtverwaltung oder aus der Universität über das Digitale und das Analoge auf unser Handeln im Hier und Jetzt? Das heißt also, wir interessieren uns für Zukunftsszenarien nicht so sehr als irgendwelche fiktionalen Utopien oder Dystopien, sondern vor allem dahingehend, wie diese Zukunftsentwürfe über Digitalisierung jetzt schon unser Handeln steuern, uns jetzt schon fragen lassen, ob es richtig ist, die Musikschulen vollends zu digitalisieren oder ob es nicht besser wäre, das Analoge beizubehalten. Ja, das sind Fragen, die uns in diesem Promotionsprogramm interessieren, das sich Gestalten der Zukunft nennt und sich insbesondere mit solchen Entwürfen beschäftigt, die sich mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft beschäftigen. Das ist jetzt kurz und knapp mein Impuls gewesen. Ich danke fürs Zuhören und bin immer noch begeistert von den vielen Stimmen, die ich heute hier hören durfte. Danke. Ja, vielen Dank an Dr. Martin Butler an dieser Stelle. Da waren ja schon ein paar spannende Themen, die wir gleich in unserer Diskussionsrunde weiterverfolgen können und spannende Fragen, die Sie schon mal gestellt haben. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an Sie, Herr Butler. Sie sprachen von anderen Formen, von neuen Formen der kulturellen Ausdruckspraxis. Haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel, von dem Sie kurz berichten könnten, was Sie erfahren haben? Naja, es gibt zum Beispiel, da habe ich gerade ein kleines Projekt zu, Videos im Internet, die Leute beim Zuschauen von Filmen und Filmtrailern zeigen. Also es gibt sozusagen eine Beobachtung zweiter Ordnung.
Leute beobachten sich beim Zuschauen und stellen das online, sodass andere Zuschauerinnen online Zuschauer beim Zuschauen anschauen können. Das ist eine Selbstbespiegelung, die ich interessant finde. Ein anderes Format wären sogenannte Shreds. Da werden Musikstücke von ihrer Tonspur getrennt, also Musikvideos, und eine neue Tonspur wird dazu eingespielt, die alles andere als passt zu dem Original, aber zu der visuellen Darbietung, die man sieht. Das heißt, man sieht Carlos Santana spielen, aber er vermurkst das Gitarrenspiel, zumindest macht es den Eindruck. Das sind Formate, die ermöglicht werden durch diese digitalen Technologien und die weit verbreitet und höchst populär sind. Und das sind erstmal interessante Beobachtungen, die man da machen kann. Also das sind nicht genuin neue Formen, aber Formen, die sich im Digitalen popularisieren. Das heißt, weite Verbreitung finden und dann nachgeahmt werden. Sowas zum Beispiel. Ja, vielen Dank. Und demnächst gibt es ja auch wieder ABBA-Live-Konzerte mit Avataren, wo man gar nicht die echten Menschen auf der Bühne sieht, sondern man sieht tatsächlich eine digitale Darstellungsform dessen, wie sie mal in den 70ern da auf der Bühne gestanden haben. Ja, vielen Dank für den wissenschaftlichen Impuls, meine Damen und Herren. Und damit kommen wir zu der Diskussionsrunde, zu der Fragerunde. Und ich möchte einladen, jetzt nochmal an Sie alle die Kamera und das Mikrofon anzumachen, sich zu beteiligen, Fragen zu stellen. Vielleicht gibt es ja schon interessante Ideen zu den Fragen, die gestellt worden sind. Im Chat habe ich vorhin schon was gelesen. Damit würde ich jetzt eingangs schon mal starten. Das ging noch mal Richtung Kulturbüro. Es ging Richtung Thorsten Lange und Kevin Altenberger. Wie ist die Vernetzung, was das neue Projekt Kulturschnack betrifft, mit den bestehenden Institutionen in der Stadt? O1 wurde genannt, das Oldenburger Portal. Da sind Kontakte vorhanden. Wie weit seid ihr da schon im Austausch? Ja, ja. Möchtest du okay, gerne, Thorsten? Also wir haben nach und nach natürlich Kontakt aufgenommen. Es ist aber einfach nach wie vor so, dass wir noch nicht live sind. Wir sind noch bei den Vorarbeiten. Das wird sich halt natürlich in Zukunft noch alles ergeben. Bisher beschränkte sich das eher auf die Info, dass demnächst was startet. Das hat alles natürlich auch mit den schwierigen Vorbereitungen eines solchen Projekts innerhalb einer Verwaltung zu tun. Wir mussten da vorsichtige Schritte gehen, deswegen sind wir noch nicht mit voller Kraft rausgegangen. Aber natürlich ist das völlig klar, dass man mit allen Netzwerken zusammenarbeitet. Man kennt sich ja auch. Also es ist ja nicht so, dass man nicht wüsste, welche Netzwerke und welche Vereinigungen existieren. Nur in diesem Kontext ist es dann neu, dass wir jetzt für den Kulturschnack stehen und diverse Möglichkeiten haben, die wir vorher nicht hatten. Und da denken wir nach Möglichkeiten wirklich alle mit. Ja, dem Vielen kann Dank. Ich mich nur anfügen. Anschließen, genau. Gibt es in der Zwischenzeit vielleicht schon Wortmeldungen aus dem Publikum, nenne ich es jetzt mal? Sie können gerne in den Chat schreiben, Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich einfach zu melden, indem Sie das Mikro anmachen, damit wir so ein bisschen in den interaktiven Bereich kommen. Ab, ob sich jemand meldet. Ich glaube, es gibt eine Wortmeldung. Genau, ich sehe das nur gerade in der Tat irgendwie nicht, weil die, ja, vielleicht einfach mal Mikrofon anmachen. Hallo, kannst du mich hören, Jürgen? Ja. Hi, Friederike Hackmann hier. Ich habe in den letzten 2 Jahren das Projekt Digitale Lernlabore mitbetreut und ich habe jetzt also auch viel zugehört. Mich hat das sehr interessiert, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, wir hatten die Aufgabe, mit Bürgerinnen und Bürgern direkt in den Kontakt zu treten. Ja, Sie wissen alle, wie das gelaufen ist in den letzten 2 Jahren. Das heißt, wir sind ins Digitale tatsächlich größtenteils gegangen und wir haben besonders eben unter dem Teilhabeanspruch und Älteren eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die hieß Digitaler Kaffeeplausch mit analogen Kuchen, weil wir eben die Sinne ansprechen wollten, also das Haptische, aber auch Geschmackssinn. Wir haben Bilder mitgeschickt. Wir hatten eine Kooperation mit dem Schokoladenmuseum Köln, wo es dann praktisch eine interaktive Verkostung gab, die über einen digitalen Vortrag damit verknüpft war. Das heißt, diese Baustelle, das sehe ich auf jeden Fall, es ist aber absolut möglich und muss halt gucken, so ein Joystick wie von Timo kann man sicherlich nicht mal eben ausleihen, das ist völlig klar, aber besonders im Kunstbereich, wenn es um Kunstmuseen und so weiter geht, ist eine digitale Form der Führung sicherlich auch möglich. Was mich noch bewegt, und das ist meine Frage an Sie, das ist bis jetzt noch nicht so gekommen, ist tatsächlich dieser Inklusionsaspekt. Natürlich
müssen Menschen dazu in der Lage sein, was bei mir sehr häufig aufgetreten ist. Wir hatten Personen, die so nicht in der Lage sind, am kulturellen Leben teilzuhaben, aber auf einmal einen riesengroßen, bunten Strauß zur Verfügung hatten, weil so viele digitale Angebote da sind, weil die sonst ihr Haus nicht verlassen können oder nicht in ein Museum rein können und so weiter. Meine Frage ist, wie können wir das weiter erhalten, dass dieses Angebot nicht komplett wegtrocknet? Und ich finde, einen Podcast finde ich total toll, aber dass wir nach wie vor solche Angebote haben, um Teilhabe über die Pandemie hinaus auch digital zu ermöglichen. Das bewegt mich ganz besonders. Ja, spannende Frage. Wer möchte dazu etwas sagen? Ja, Teilhabe, Entschuldigung, aber da bin ich immer, da ist immer mein Play-Knopf gedrückt. Weil, ja, das ist einfach auch genau unser Thema. Ja? Also wir haben als Musikschule immer das Image anhaften, ja, schön, dass ihr was anbietet, aber das macht eher für die hohen Töchter der Oldenburger Akademikerinnen und Akademiker. Und da versuchen wir natürlich, von diesem Image wegzukommen. Und was mir immer wieder auffällt, weil diese Diskussion kommt häufig auf in der Kulturszene, man diskutiert das immer in der geschlossenen Gruppe. Und die Leute, die man erreichen will, sind nie beteiligt. Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen unser Problem. Wir sitzen hier unter uns und wir überlegen, wie kriegen wir die Leute, die nicht dabei sind, rein, und überlegen das unter uns, ohne die zu fragen, die nicht dabei sind. Und also man muss wirklich hingehen und sagen, also ich habe mal ein plakatives Beispiel. Wir haben ein Unterrichtsangebot, das heißt musikalische Früherziehung auf Russisch. So, das ist ein Format, das ist, sage ich immer so, inklusiv-exklusiv, also wir bieten das als Musikschule an, aber es ist natürlich auch wieder ein Angebot für eine geschlossene Gruppe, russischsprachige Menschen. So, und die Community, als es dann digital wurde, hat sich ihre Lehrerin total anders geschnappt, als das, sage ich mal, in den deutschen Früherziehungsgruppen war. Also die Lehrerin hat sich eine neue Handynummer besorgt, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht mehr. Die rufen an, sagen, was soll ich mit meiner Tochter üben? Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt hat sie keinen Kindergarten. Sie soll Musik machen. Was kann ich machen? Jetzt habe ich das Lied fertig. Kann ich bitte das nächste Lied haben? Und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, dass es wirklich gut ist, diejenigen zu fragen, okay, wir kriegen euch auf dem Kanal nicht, aber auf welcher Kanal wäre denn für euch gut? Ihr kommt nicht ins Staatstheater, warum kommt ihr denn nicht ins Staatstheater? Und nicht, dass man sich zusammensetzt in der Intendanz mit Herrn Firmbach und dann sagt, wir müssen die Leute breit erreichen und wir schaffen es nicht. Dann überlegen wir doch mal in unserer Welt und mit unserer Brille, wie wir das hinkriegen könnten. Nein, man muss die Leute, die man erreichen will, mit an den Tisch holen. Das ist für mich das Entscheidende. Da gibt es bestimmt aus der wissenschaftlichen Sicht noch eine Ergänzung. Genau, vielleicht erstmal Jonas Hennecke und dann gerne noch Herr Butler dazu. Also unter normalen Umständen würde ich Ihnen da total recht geben, dass man nicht nur über Menschen sprechen soll, sondern quasi die damit einbezieht. Nun ist das jetzt aber so gewesen, dass wir in der Corona-Krise quasi jetzt eigentlich bei Disaster Best-Practice-Beispiele gemacht haben. Das heißt, wir haben, also beispielsweise, ich habe einen Vortrag gehalten bei der Goethe-Gesellschaft Nordenham. Und wenn ich nach Nordenham gefahren wäre, da wären 40 Leute gekommen zu diesem Vortrag. Der war eben auf Zoom, deswegen kamen 200 Leute. Und da waren sehr, sehr viele dabei, die die Dame eben angesprochen hat. Also Menschen, die offensichtlich älter waren, gehbehindert waren und die das letztendlich wahrgenommen haben. Das heißt, wir haben natürlich jetzt diese Menschen erreicht. Wir wissen jetzt, das kann so funktionieren. Und ich glaube, deswegen darf man bei bestimmten Sachen jetzt nicht hinter dem zurück, was wir jetzt quasi geleistet haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es Formate, wo wir sagen, das hat funktioniert. Und das hat vor allen Dingen funktioniert bei diesen Gruppen auch, die Sie gerade angesprochen haben, dass man da dabei bleibt tatsächlich, wenn wir jetzt schon diese Erfahrungen gemacht haben. Guter Gedanke. Ich sehe eine Wortmeldung von Kevin Altenberger. Ja, danke. Ich wollte da gerne auch nochmal anschließen an Herr Denkmann. Also das habe ich auch nicht jetzt in meinem Input erwähnt. Was aber mir ganz persönlich auch und uns dann
Riesenanliegen ist, ist, dass Kultur und Kulturangebote ja nicht immer für alle Menschen gleich selbstverständlich sind und gleich zugänglich. Also Kinder aus Arbeiterfamilien, so, die da einen Zugang zu Hochkultur zu bekommen und einen Einstieg. Und da möchten wir auf jeden Fall auch immer wieder auch Angebote schaffen oder Inhalte einstellen, die eben da einen Einstieg ermöglichen in zum Beispiel eine anspruchsvolle Ausstellung und dann einfach mal ganz basic, naive Fragen stellen und sagen, okay, was ist das hier? Warum ist das so? Was bedeutet das alles? Und dann vielleicht auch Leute, die eben nicht einfach, für die das keine Selbstverständlichkeit ist, dann sagen, ey, das klingt aber doch ganz cool. Oder die vielleicht sogar abgeschreckt sind manchmal von Ausstellungen, weil sie denken, ich weiß nicht so richtig, wie ich da einen Zugang zu finde, dass das eben doch dann möglich wird, dass man sagt, okay, darum geht's, dann lasse ich es vielleicht doch mal auf mich wirken. So, also das ist auch so ein Anspruch und das wollen wir gerne immer mal wieder probieren. So. Also das wollte ich gerne da nochmal anfügen, das ist in meinem Input auch nicht vorgekommen oder untergegangen. Gibt es denn eine kulturwissenschaftliche Herangehensweise an die Partizipationsfrage, Herr Butler? Ja, ich, also das ist ein schwieriger Begriff, weil er normativ verwendet wird, also weil er sozusagen verbunden ist mit einem bestimmten Versprechen, nämlich dass man, und ich sage das jetzt bewusst aus so einer abstrakten Perspektive, dass man die Teilhabe möglichst vieler, wenn nicht sogar aller, als ein legitimes politisches Ziel ansieht. Und das finde ich auch gut. Das Problem ist, dass die Teilhabe sozusagen immer auch mit Ausgrenzungsdynamiken verbunden ist. Das heißt, das Inklusive bedingt sozusagen das Exklusive immer mit und die Ausgrenzung passiert, ohne dass wir es wollen. Ich glaube, dass die Digitalisierung und die digitalen Angebote, so wie das Herr Hennicke gerade angesprochen hat, irgendwie rüber zu retten wären in eine postpandemische Zeit. Wir stehen übrigens an der Universität vor einem ganz ähnlichen Problem. Was machen wir mit digitaler Lehre und hybriden Lehrformaten jetzt, wo wir ein Vollpräsenzsemester ankündigen? Wir sind nicht bereit dazu, das alles über Bord zu werfen, weil das natürlich Leuten ermöglicht, teilzuhaben. Gleichzeitig aber auch, und das muss man sich bewusst machen, immer Ausschlüsse produziert, die wir vielleicht in der Dramatik noch gar nicht einschätzen können, weil wir alle zum Beispiel davon ausgehen, dass jeder so einfach Zoom benutzen darf, kann oder möchte. Also wir haben verschiedene sozusagen technologische, aber auch regionale Ausschlusskriterien, die dazu führen könnten, dass das inklusive Moment digitaler Technologien auch an anderer Seite, an anderer Stelle wiederum ein exklusives Potenzial hat. Ne? Und ich sage das bewusst so ein bisschen allgemein, abstrakt, weil das weil der Begriff der Partizipation als ein Versprechen demokratischer Gesellschaften immer mit einem bestimmten Wert besetzt ist, nämlich diesem positiven Wert, möglichst viele oder am besten alle zu inkludieren. Und das macht den Begriff gleichzeitig problematisch, weil er doch manchmal darüber hinwegtäuscht, insbesondere in der Variante der Inklusion, dass inklusive Politiken, inklusive Arrangements, inklusive Strategien potenziell immer Ausschlüsse produzieren. So. Ja, vielen Dank. Eine Wortmeldung von Anja Marak sehe ich gerade. Frau Marak. Ja, ich wollte an das anbinden, was Herr Butler gesagt hat. Das ist tatsächlich auch die Erfahrung, die wir mit unserem Projekt gemacht haben, wieso wir gleich auch von Anfang an, ich glaube, relativ am Anfang haben wir es mal gewagt, in einem unserer Projekte mit Studierenden aus dem, was wir eigentlich wollten, nämlich, dass wir gesagt haben, wir suchen uns eine Zielgruppe, die wir mit unseren musealen Institutionen nicht erreichen können. Nicht, weil wir jetzt sagen, sie sind nicht kulturnah. Das ist diese, also ich sag's mal wirklich ein bisschen überspitzt, das ist diese normale Klatsche. Wir haben die Kulturfernen und wir haben die Kulturnahen und die Kulturnahen kommen zu uns. Sondern wir haben definiert, wie erreichen wir die, die nicht zu uns kommen, wenn sie nicht zu uns kommen. Und da ist das Digitale
als Raum eine Möglichkeit, vor allem wenn wir es als das definieren, als eine Altersgruppe definieren, von der wir sagen, die hat eine andere Beschäftigung. Also erstmal wertfrei, nicht kulturnah oder fern, sondern zwischen Schulabschluss und Familiengründung haben die Leute andere Sachen zu tun. Wir haben es gewagt, in einer Gruppe von Studierenden das nicht zu berücksichtigen und zu sagen, na ja, die Kultur hier in unserer Region, die ist euch vielleicht nicht so vertraut. Das haben wir zweimal gesagt, da sind wir von der Dozentin zur Seite genommen worden mit dem Hinweis, seid da mal ein bisschen vorsichtig. Und das ist genau das, was Herr Butler genannt hat. Ehe man sich's versieht, ist man in dem, was man in den Statistiken und den Veröffentlichungen bringt, die Kulturfernen an die Kultur ran, ist man wieder in diesen Pauschalurteilen und schließt damit die Leute aus und verhindert die Mobilität. Und die Mobilität findet im Kopf statt. Und das ist das Potenzial, was bei den digitalen Möglichkeiten tatsächlich in den letzten Jahren, haben wir das ganz stark gemerkt. Wir haben das Projekt auch vorher schon so konzipiert gehabt, was wir nutzen konnten und was man nutzen kann. Das ist der Anknüpfungspunkt an Gruppen, die man sonst nicht erreicht, wertfrei. Und diese Wertfreiheit, da sollte man aufpassen, dass man sich die im Folgenden auch beibehalten kann, denn da konnte man sie nutzen. Ist dieses Pauschalisieren, die Wertfreiheit, ist das im Menschen drin, Herr Butler? Viele denken ja immer schnell in Schubladen. Also dazu sage ich jetzt nichts. Ich glaube nicht, dass das, nein, sowas, also als Kulturwissenschaftler würde man nie sagen, dass etwas im Menschen drin ist, sondern man würde immer sagen, die Praxis des Differenzierens, also wir und die anderen, das ist sozusagen etwas, was eine identitätsstiftende Praxis ist, die, und ich mag das Wort Identität nicht, die aber dazu dient, eine Abgrenzung, eine Ausgrenzung vorzunehmen. Und das können wir auf diverse Grenzen beziehen, ob das jetzt nationalstaatliche sind, da haben wir es ja gerade mit zu tun, oder solche, die wir über den Terminus Kultur definieren. Ich wollte im Prinzip sagen, dass auf das Vorhergehende reagieren und sagen, in der Tat muss man vorsichtig damit sein, mit dem Begriff der Kultur oder der Kulturferne oder Nähe zu operieren, weil man in dem Moment schon das jeweils andere produziert. Gleichzeitig wollte ich aber auch hinzufügen, dass das Digitale diese Differenz nicht einebnet, sondern was ich sagen wollte, ist, das produziert möglicherweise neue Differenzlinien. Es gibt den sogenannten Digital Divide zwischen denen, die, ich sage das jetzt mal ganz plump, einen Breitbandanschluss haben und denen, die den nicht haben. Das heißt, das Mitsprechen ist abhängig dann vom Glasfaserkabel, das bis in die Wohnung liegt, aber vielleicht hier in Oldenburg schon, anderswo nicht. Und wir reden ja hier über ein Land im mittleren Europa. Wenn wir das global sehen, sind die globalen Ungleichheitsverhältnisse auch solche, die sich in Digitalisierungsentwicklungen niederschlagen. Und da möglicherweise Ungleichheiten noch verstärken. Also will sagen, Digitalisierung ist nicht das Heilmittel für das Ende der Differenz, sondern es ist ein Medium, das möglicherweise neue Ausschlüsse produziert. Mag sich vielleicht ein bisschen kulturpessimistisch anhören. Ich wollte es nur noch mal anfügen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen jetzt hier in der Fragerunde? Sonst vielleicht nochmal zurück von meiner Seite aus an Timo Eddix. Du hattest ja vorhin gesagt, ihr macht alles ehrenamtlich, ihr seid nicht abhängig von irgendwelchen Einnahmen. Wenn wir dagegen mal, keine das Ahnung, jetzt, nein, ja, ihr habt andere Einnahmequellen, Entschuldigung, genau. Wenn wir dagegen mal das Oldenburgische Staatstheater stellen, das ist ja für mich immer so eine Institution, da sind viele, viele Hauptamtliche engagiert. Jetzt gibt es eine neue Sparte 8, vielleicht irgendwann einmal. Ich denke auch immer an die freien Theater, die auch sehr ehrenamtlich engagiert sind. Was hat das so für Auswirkungen in der Zukunft? Haben die freien Ehrenamtlichen eine Chance, da mitzuhalten? Das
Müsstest du jetzt bitte nochmal spezifizieren, wo genau. Also bei dem, was auf uns zukommt, brauchen wir relativ, also wenn wir, man braucht ja sehr viel, nicht nur Geld, man braucht auch sehr viel Personen, die sich um etwas kümmern, wenn du etwas Neues schaffst, so wie jetzt das Staatstheater vielleicht eine Sparte 8 schafft. Wenn ihr ehrenamtlich seid, schafft ihr das da mitzuhalten? Hast du Sorge, dass ihr nicht mithalten könnt an größeren Projekten irgendwann? Also, jetzt danke, dass du es nochmal erklärt hast. Dieses Mithalten finde ich, ja. Das empfinde ich hier überhaupt nicht. Ich empfinde mich nicht in einer Konkurrenz oder in einem, also wenn ich sage, spreche ich hier für das Team, aber ich bin jetzt immer alleine hier als Repräsentant. Nee, also ich sehe da keine Konkurrenzsituation. Ich sehe auch keine, wir müssen jetzt unbedingt ins Digitale gehen, um das eben anzuschließen, was gerade eben gesagt wurde. Ich sehe das als weitere Tür in unser Museum, was aber eine andere Art von Besuch ermöglicht. Es ist kein Ersatz, aber es ermöglicht zum Beispiel jemand aus Mexiko, der vielleicht in seinem Leben nie die Möglichkeit hat, herzukommen. Vielleicht gibt es da keine Computermuseen. Oder jemand, der ausgewandert ist und sagt, oh, ich bin in Oldenburg aufgewachsen, jetzt gibt es da einen Computer. Also sowas halt. Ne? Das ist mein ein Ansatz darin. Und natürlich braucht es die digitale Technik teilzuhaben. Also allein das, du brauchst den Internetzugang, du brauchst ein halbwegs aktuelles Gerät. In dem Moment braucht man jetzt auch noch einen Kopfhörer und ein Mikro. Also es ist alles jetzt nicht so, dass es irgendwie jedem geschenkt wird. Und in größeren Familien, die vielleicht andere Probleme haben, wird auch nicht jedes Familienmitglied mit so einem eigenen Gerät ausgestattet sein. Aber das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren auch in den Schulen erlebt. Zurück zur Frage. Ich sehe den Druck bei uns nicht. Wie gesagt, dadurch, dass es reines Ehrenamt ist und dass wir auch keine größeren Zielvorgaben seitens unseren Sponsoren haben. Natürlich haben wir eine Zielvereinbarung mit der Stadt, dadurch, dass wir ja auch von der Stadt unterstützt werden. Aber die anderen Privatsponsoren, die dabei sind, ich gucke gerade mal rüber zur Tafel, haben diese Zielvorgaben nicht. Das heißt, wir sind froh über jeden einzelnen Besucher, jede einzelne Besucherin, die uns hier findet und haben eher das, immer noch nach so vielen Jahren das Problem, dass ich in Oldenburg auf Leute treffe, die sagen, was, es gibt ein Computermuseum. Also wir haben eher das Problem der Sichtbarkeit, aber gut, wir bedienen halt auch nur diese Nische und haben jetzt zum Beispiel durch solche Veranstaltungen wie heute, aber auch so etwas wie Nacht der Museen und eben den Museumstag, ganz viele Erstbesucher, die dann nochmal wiederkommen in Ruhe, weil diese Tage grundsätzlich gut besucht sind. Jetzt haben wir aber tatsächlich, und da kann Jonas jetzt gleich nochmal was zu sagen, auch größere Überschneidungen gefunden, nämlich eben den Digital Ballroom und auch andere Dinge. Ich habe es ja gerade eben im Vorgespräch kurz erwähnt. Wir haben heute auch Leihgaben vom Staatstheater wiederbekommen. Das heißt, auch da sehe ich keinerlei Konkurrenz, sondern eher eine größer und wachsende Kooperation. Ja, da wollte ich drauf. Kann ich nur unterstreichen. Euch, Jonas, Möglichkeit für die freie Szene dabei zu sein. Ja, wir haben ja viele Andockmöglichkeiten. Wir begreifen uns quasi als Staatstheater natürlich auch als Ort, wo man verschiedenste Akteure innerhalb der Stadt zusammenführt. Wir haben ja vor Jahren einmal die Sparte 7 gegründet, die exakt eigentlich das auch zur Aufgabe hat, Menschen aus der Stadt eben ins Theater zu holen, auch als Kulturschaffende, nicht nur als Rezipienten. Ja, vielen Dank. Jetzt geht es noch mal gerade im Chat auch um die Inklusion. Herr Buttler hat schon im Chat direkt dazu Stellung genommen. Vielleicht gehen wir da noch mal im Detail ein bisschen weiter rein. Friederike Hackmann hat noch mal geschrieben, dass Menschen mit Behinderungen in vielen digitalen Angeboten mehr an Kultur teilnehmen konnten als vorher. Und es wäre schade, wenn diese Angebote danach wieder zusammengeschrumpft werden. Und genau, Herr Buttler, vielleicht mögen Sie da noch mal ein bisschen konkreter was zu sagen. Hätte ich nicht in den Chat schreiben gedurft. Doch, natürlich, aber okay. Ist es dann schön, wenn wir da nochmal in der Diskussion ein bisschen. Nee, ich wollte genau. Unbedingt da zustimmen, dass das natürlich Optionen eröffnet. Und wie gesagt, ich hatte nur dafür sensibilisieren wollen, dass es also auch Optionen für manche nicht so sehr eröffnet. Also da muss man vielleicht nur über unterschiedliche Behinderungen nachdenken, dann ist so ein visuelles Medium wie Zoom vielleicht nicht der richtige Weg, um Teilhabe zu ermöglichen. Also das wollte ich anzeigen, dass man da vorsichtig sein soll,
da nicht den einen Weg zu sehen, der immer nur positiv konnotiert weitere Türen öffnet. Obwohl ich natürlich absolut dabei bin zu sagen, dass das eine Möglichkeit ist. Die Frage, die ich mir stelle und die stelle ich mir auch ganz konkret als Hochschullehrer im Moment, ist, wie wir eigentlich aus einer eh schon immer finanziell knappen Situation, das wird ja auch Kultureinrichtungen so gehen, sowas wie hybride oder zur hybriden Kommunikation ausgestattete Veranstaltungsorte schaffen können. Also bei uns sieht es sehr düster aus. Ich weiß nicht, wie es an den anderen Orten aussieht. Also wenn sich die Kulturbranche da was wünschen könnte, genauso wie die Universität, dann hätten wir sicher Räume, die hochgerüstet werden mit allem Möglichen. Es ist nur irgendwie nicht absehbar, dass Landeshaushalte dem gegenüber gewappnet sind, sodass ich mir da so eine ganz konkrete Frage stelle, die ich vielleicht auch gerne mal an die Kollegen und Kolleginnen aus der Branche zurückgebe. Wie sieht denn das bei euch aus? Also bei uns, mau. Ja, möchte da jemand direkt was zu sagen? Aus der Praxis vielleicht. Ja, also ich merke das eben auch bei den Musikschulen so und kann nur sagen, das Geld liegt ja auf der Straße. Also es gab ja noch nie so viele Förderprogramme und nochmal ein Programm und jetzt nochmal Digitale Zukunft, das Programm 18,5, wirklich viel. Und das Problem von den großen Tankern, Stadtverwaltung, Staatstheater und Universität, ist natürlich, dass die Häuser, die diese Förderprogramme ausschütten, unsere Träger sind. Und wir dann meistens von den Förderungen ausgeschlossen sind. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich sehr gut weiß, was man mit dem Geld machen möchte, dass man dann auch überzeugen kann. Und einmal so ein Blick auf die Universität, also als der erste Lockdown war und da war es in der Universität ewig so, dass die Musikabteilung mit dem Präsenzunterricht nicht anfing. Bedenken, Sorgen, Zweifel, lieber nicht. Das war immer so die Reaktion. Und dann ist irgendwann eine Delegation zu uns gekommen und hat geguckt, wie wir die Räume geteilt haben mit Folien, mit Luftreinigern und so. Und sagt so, Mensch, habt ihr da unkompliziert beschafft? Da habe ich gesagt, ja, haben wir unkompliziert beschafft. So, ja, und wo ist die Ausschreibung? Und so, ich so, ja, wir haben halt irgendwie Wertgrenzen gefunden, dass es irgendwie geht. Und ich glaube, manchmal sind Verwaltungen so in ihrer Verwaltungsdenke gefangen, dass es einfach schwerfällt zu sagen, wir machen jetzt einfach mal. Und wir lassen uns danach erklären, dass wir es eigentlich anders hätten machen sollen. Und ich glaube, technische Ausstattung und so weiter, das sind alles nicht die riesigen Beträge. Also die ganze Verwaltung, die in stundenlanger Überlegung dann Nein sagt, hat mehr gekostet als die Anschaffung in den allermeisten Fällen. Und deswegen, sobald sich eine Möglichkeit bietet, zugreifen und sagen, wir besorgen mal wieder ein bisschen was und wir machen mal wieder ein bisschen was. Vielleicht nicht die riesengroße Lösung, sondern einfach sagen, das, was wir machen können, machen wir. Und wenn wieder was Neues kommt, dann packen wir mal was Neues dazu. Weil Technologie, das wissen wir alle, die kann man jetzt ganz toll einkaufen. Und in 5 Jahren ist sie sowieso veraltet. Und da muss man neu besorgen. Also ich kann da nur Mut machen zu handeln. Ich sehe einen Wortbeitrag von Birte Jedeloh. Einmal bitte das Mikro an und gerne die Frage stellen oder die Ergänzung. Ja, hallo erstmal. Ich glaube, ich würde der Frau Marak den Vorgang legen, weil ich zu einem anderen Thema was sagen würde. Alles klar. Okay, dann gerne Frau Marak zuerst. Mhm. Genau, also bei uns ist es so, wir vom Kulturnetz Jadebusen betreuen ja oder stehen für, sage ich mal vorsichtig, fast 40 kleinere Museen im Kulturnetz Friesland und im Museum, im Kulturverbund Friesland und im Museumsverbund Wesermarsch. Mein Kollege Alex Niemetz ist auch irgendwo hier mit dabei und wird nachher auch zu Wort kommen. Und die Frage war natürlich tatsächlich die Ausgangslage für uns. Wie sieht es mit den Ressourcen, mit den finanziellen Ressourcen genau dieser ganzen kleinen Museen aus? Und wo haben Sie einen Veranstaltungsort, würde ich noch nicht mal sagen, wo haben Sie eine Sichtbarkeit?
Für Besucher, für Interessenten, das ist ja ganz am Anfang bei dem ersten Beitrag von Thorsten Lange auch schon angesprochen worden, da für das Oldenburger Land. Das gilt natürlich in der Peripherie rund um Oldenburg allemal. Da war es natürlich die Frage, wie schafft man für diese Institution eine Möglichkeit, sichtbar zu werden in den Augen der Menschen? Wie gesagt, möglichst wertfrei erstmal. Da ist die Sichtbarkeit gar nicht da gewesen in vielen Punkten. Und die schaffen das mit den finanziellen Ressourcen, mit dem technischen Know-how, schaffen sie es tatsächlich auch nicht. Das sind teilweise ehrenamtliche, geführte kleine Museen, die nicht den Schwerpunkt auf digitaler Technologie haben. Und da ist eine der Möglichkeiten, die wir jetzt ausgereizt haben, tatsächlich die Plattform zu schaffen, die diesen Institutionen ermöglichen, aufzutauchen in einem Gesamt einer Kulturregion, nämlich dem Jadebusen. Und ich glaube, das halte ich für eine Perspektive. Das kann man mit Sicherheit größer, eleganter und sonst noch was machen. Aber das halte ich für eine Perspektive, die allen zugute kommt, weil man eine Bündelung hat und damit auch im Grunde genommen einen Interessenmarker setzt, der von den anderen Menschen dann wahrgenommen wird. Also das ist jetzt eine Lösung. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere. Prima. Ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal in dem Beitrag, wenn wir das Kulturnetzwerk Jadebusen nochmal genauer vorstellen. Deswegen würde ich erstmal kurz auch Herrn Niemitz kurz nach hinten parken. Vielleicht können Sie ja gleich diese Frage nochmal mit in den Impuls, den wir gleich haben, mit reinnehmen. Ich wollte noch einmal kurz zu Birte Jedelo. Ihre Frage bitte. Ja, hallo. Erstmal kurz zu mir. Ich bin Birte Jedelo an der Jadebusen-Schule und studiere der Architektur. Und bin als AStA-Vorstand hier von Oldenburg, also der Jadebusen-Schule Oldenburg. Und ich wollte mir die Diskussionsrunde mal, weil ich das gesehen hatte, mal anhören, weil ich das ganz interessant finde. Wir beschäftigen uns mit im AStA auch sehr viel damit, wie man, also besonders über Corona, wie man diese ganzen Sachen, die wir so sonst auf dem Campus angeboten haben, irgendwie digitalisieren kann. Und bei uns hat die Fachschaft tatsächlich so einen Discord-Server aufgemacht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Es ist einfach so in der Regel eigentlich eine Gaming-Plattform, die dafür da ist, dass man sich, während man miteinander irgendwie ein Spiel spielt, so unterhalten kann und schreiben kann und andere Sachen. Und da haben sich eine Zeit lang so, sag ich mal, Lerngruppen gebildet. Also man hat sich regelmäßig getroffen und da sich ein bisschen ausgetauscht. Und wir haben tatsächlich auch mal, also des Öfteren aus unserem Campus-Club, sage ich mal, so einen Livestream gemacht und Musik übertragen und so weiter. Und jetzt ist bei uns die Frage, wie man das Ganze irgendwie weiterführen kann, weil es ist auf jeden Fall wirklich eine Möglichkeit, besonders viele Studierende auch von den drei Standorten, die wir haben, Oldenburg, Elsfleth und Wilmershaven, miteinander zu verknüpfen. Und auch zum Beispiel jetzt solche Angebote wie diese Diskussionsrunde hätte ich persönlich wahrscheinlich nicht wahrgenommen, weil ich im Abgabestress bin und in 2 Stunden wieder woanders sein muss. Und dann kann man das halt so mit Fahrzeiten und so weiter gut einbauen. Und besonders dieser Punkt mit den Fahrzeiten und vielleicht Sprechern oder VeranstalterInnen, die von anderswo kommen, die beschäftigt uns auch bei den Extrakursen. Ich glaube, die IHJO war da auch zum Beispiel mit drin. Also wir haben da so eine kleine AG gegründet, die so ein bisschen sich damit darüber austauscht, wie man die ganzen Veranstaltungen irgendwie organisieren kann. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie das ist, was die Teilnehmeranzahlen bei Ihnen zum Beispiel ist, also was heißt betrifft, aber wenn Sie jetzt irgendwie vielleicht Kurse anbieten oder irgendwie Veranstaltungen, ob die Teilnehmerzahlen irgendwie halbwegs so sind, wie sie denn wirklich angemeldet wurden oder ob das irgendwie zufällig ist. Also vielleicht hat da ja jemand irgendwie so eine
Genau. Meinung zu. Vielen Dank. Ich kann das ja mal an Holger Denkmann weitergeben. Er hat ja relativ viel Erfahrung mit den Kursen und der Anmeldezahlen. Er hat ja vorhin schon kurz gesagt, am Anfang auf 50% runter, später auf 75%. Aber wie viele Kurse sind es denn letztendlich? Ja, also da ging es jetzt, da muss man differenzieren. Also da ging es um die Einnahmen. Also bei uns in der Musikschule ist man ja sozusagen zahlendes Mitglied. Und da ging es darum, dass halt am Anfang wir quasi alles Geld zurückgegeben haben und nur die Hälfte der Leute hat das Geld zurückgegeben an uns sozusagen. Und im zweiten Lockdown waren wir halt so gut aufgestellt mit allen Einverständniserklärungen und Digitalisierung, dass es eben trotz kompletter Schließung nur noch so bei 20% der Leute so war. So, das ist einfach so ein bisschen ein Unterschied. Aber was so Anmeldungen zum Kurs angeht, kann ich einfach nur empfehlen, irgendeine Art von Verbindlichkeit da einzubauen. Ja? Also, dass man sagt, wenn man nicht kommt, dann kann man sich zum nächsten Kurs halt nicht anmelden. Ja, also jetzt so ganz blöd gesagt, ja. Oder dass man sagt, okay, man muss halt doch irgendwie den symbolischen Anmeldebetrag von 5 € zahlen. Und wenn man nicht auftaucht, dann bleibt er halt einkassiert. So, also solche Dinger kann man machen. Und manchmal ist es eine super billige Verbindlichkeit, die aber dann dafür sorgt, dass die Leute nicht sagen, naja, hat ja nichts gekostet, komme ich dann halt nicht, ist nicht so schlimm. Oder dann sich wirklich bemühen abzusagen und sagen, ich kann aber wirklich nicht und es ist wirklich jemand krank geworden oder so und nicht einfach nicht kommen. Und ich war auch mal Asta-Vorsitzender an der Musikhochschule vor 100.000 Jahren. Und ich glaube, was so Studierendenangebote angeht, ist es nochmal eine noch größere Herausforderung, weil da die Unverbindlichkeit und ich habe jetzt doch dann was anderes, nochmal viel größer ist. Also da würde ich auch Frau Jedelo einfach empfehlen, locker zu bleiben und nicht das Angebot einzuzweifeln, sondern da ist dann wirklich manchmal das Alternativangebot und sei es nur abhängen mit den Kommilitonen, manchmal einfach näher als dass man da an so einer Veranstaltung teilnimmt, ohne das Böse zu meinen, aber ja. Da muss man einfach Abstriche auch machen. Also da Verlässlichkeiten schaffen und nicht aufgeben. Jonas Hennecke, noch einen kurzen Ergänzungsteil. Ja, ist ein ganz kurzer Ergänzungsteil. Ich glaube, dass eigentlich das, was wir in der Pandemie gelernt haben, in diesem Bildungsbereich, dieses Digital Learning, nicht zurückgehen wird. Im Gegenteil, ich glaube, dass tatsächlich dieses Digital Learning eigentlich die Zukunft der Bildung ist und dass wir uns eigentlich um die Campus-Universitäten Gedanken machen, weil die wird es, glaube ich, in 10, 15 Jahren nicht mehr geben, weil alle Träger mittlerweile mitbekommen haben, wie wahnsinnig effektiv im Sinne von wirtschaftlich effektiv so eine Art von Bildungsarbeit ist. Also es werden wahrscheinlich im Semester 350 Universitäten wird eine Vorlesung, Einführung in die, ich sage irgendwas, Betriebswirtschaftslehre gehalten. Und jetzt hat man herausgefunden, eigentlich brauchen wir nur eine einzige Vorlesung, Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, die wir an 350 Universitäten transportieren werden. Das ist ein bisschen schwarz gemalt, aber ich glaube, das wird letztendlich irgendwo die Zukunft sein, wenn man da nicht gegensteuert auch. Ich würde jetzt gerne mit Blick auf die Uhr, und ich hatte Herrn Niemitz ja vorhin schon vertröstet, erstmal kurz nochmal Ihre Fragen zurück, sofern sie noch aktuell sind. Laut Zeitplan sind wir jetzt bei einem Ausblick in die Region und wir haben ja schon Anja Marek vorhin kurz kennengelernt. Sie ist Projektleiterin des Kulturnetz Jadebusens und ihr Kollege Alexander Niemitz ist dabei und auch noch Carla Schmidt. Und sie werden uns jetzt ein kleines Projekt vorstellen oder ein größeres Projekt, was unter anderem auch von der Oldenburgischen Landschaft unterstützt wird. Und damit gebe ich ab an Anja Marek vom Projekt Kulturnetz Jadebusen. Ja, ganz lieben Dank. Ich sage das vielleicht, könnten Sie uns noch mal die erste Folie geben? Eins weiter nach vorne, also wo man uns alle einfach noch mal sieht. Dann kann ich das kurz erklären, denn Herr Niemitz und ich, wir sind tatsächlich ein Kooperationsteam. Wir sind beide gleichgestellt das heißt, Herr Niemitz ist für die Wesermarsch zuständig und ich bin für Friesland zuständig. Ich danke. Das ist ein landkreisübergreifendes Projekt,
was die Region, die Kultur der Region sichtbar machen möchte. Das ist also im Grunde genommen unser Hintergrund gewesen. Wir sind 2019 gestartet mit einem Bottom-to-Top und Top-to-Bottom-Approach. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was ist an kulturellen Institutionen vor Ort, welchen Stand haben die, welche technische Ausrüstung, welches Know-how. Wir sind gestartet einmal von einem Bildungs- und Vermittlungsansatz und dann von einem Ansatz, dass es auch um Tourismus und Marketing gehen muss. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns entschieden, wir sind von der Oldenburgischen Landschaft als Pilotprojekt angetreten und mit Unterstützung des Ministeriums, des niedersächsischen Ministeriums und dann später im Rahmen eines EU-Projektes Cupido. Und haben gesagt, wir bilden Plattformen aus. Und im Rahmen dieser Plattform, da wird Carla Schmidt gleich nachher noch ein bisschen was Ausführlicheres sagen. Hätte ich gerne die nächste, einfach die nächste Folie. Da, ja, genau die. Hier sehen Sie einfach im Überblick kurz die unterschiedlichen Plattformen nochmal aufgelistet. Das heißt, wir sind sowohl analog wie digital herangegangen. Wir haben immer versucht, eine Verschränkung zu finden zwischen ja, Marketing, Tourismusansätzen, weil es um Sichtbarkeit generell der Kulturinstitutionen ging. Und wir sind immer auch davon ausgegangen, es geht darum, den Bildungs- und Vermittlungsaspekt so weit voranzutreiben, dass die wir in unser Projekt mit reinnehmen, selber aktiv werden und für alle Anknüpfungspunkte anbieten, die bisher vielleicht nicht so einfach erreicht werden konnten, um die Kulturlandschaft der Region unter diesem einen Branding kennenzulernen. Das ist also, es hört sich ein bisschen so ähnlich an wie das, was ganz am Anfang auch von Seiten des Kulturbüros angesprochen wurde. Allerdings sind wir gestartet vor Corona und hatten dieses Konzept also in den Grundfesten schon ein bisschen dastehen. Und worüber wir Ihnen heute, Sie haben den Überblick, es wird demnächst eine Kultur-App geben für Friesland und die Wesermarsch. Und wir haben zwei sogenannte, das liegt an dem EU-Projekt, Center of Excellence, einmal Bildung und Vermittlung in Friesland, wo wir mit Lehr- und Lernplattformen für Studierende und Schüler arbeiten. Und wir haben dann das zweite Center of Excellence in Friesland angesiedelt mit Herrn Niemitz zu Tourismus und Marketing. Und da arbeiten wir natürlich in die vorhandenen Netzwerkstrukturen hinein. Was wir Ihnen heute vorstellen möchten, wäre tatsächlich Deichkultur, denn das ist etwas, womit wir im März 2020 gestartet sind. Und das gibt es heute noch und mit wachsendem Erfolg. Und mit der nächsten Folie würde ich an meinen Kollegen weitergeben. Ja, genau. Unser Digitalisierungsprojekt Deichkultur, das setzt ja genau da an, was Anja vorhin ja auch schon erwähnt hat. Und zwar, dass wir einfach mal austesten wollten, wie wir denn an eine neue Zielgruppe überhaupt herantreten können, die vielleicht sonst mit dem Thema Kultur und auch den Kulturinstitutionen gerade auf dem Land vielleicht noch wenig Berührungspunkte hat. Man weiß ja vor allen Dingen auch, dass wenn jetzt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler dann mit der Schule mehr oder weniger gezwungen werden, in ein Museum zu gehen, kann das ja durchaus auch mal einen negativen Effekt haben. Und deswegen war der Ansatz von Deichkultur und auch, glaube ich, der Selling Point für das Projekt von Anfang an die Authentizität, die eben dadurch gewährt wird, dass wir eben nicht selbst mit einigen Jahren Abstand von der Zielgruppe da herantreten und Content quasi produzieren für die jungen Leute sozusagen, sondern eben quasi, dass die Produzenten von unserem Content eben in derselben Altersgruppe sind wie auch die Zielgruppe und dadurch eben auch das authentisch die Inhalte rüberbringen, genau. Vielleicht kann ich kurz ergänzen, und zwar also
Das heißt, wir haben, das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben mit der Jade-Hochschule kooperiert und haben den Studierenden im Rahmen eines Seminars das Angebot gemacht, wir wollen innovative Formate, wir wollen Formate, die euch interessieren, die eure Themen forcieren und wir geben und unterstützen euch bei der Anbindung an das, was in der Kultur, in den Museen vorliegt, wo diese Themen anbindbar sind an ja, die historische Tiefe, an Aspekte, dass es im Kulturkontext auch schon vor so und so vielen Jahren Krisenbewältigung gab, immer Krisenbewältigung geben musste. Und ansonsten war das tatsächlich so, dass wir gesagt haben, probiert euch aus mit etwas Neuem. Wir brauchen nicht das, was wir selber leisten können als Kulturträger. Und das war, glaube ich, auch das, wo man tatsächlich gemerkt hat, da war die Irritation im ersten Punkt. Also wenn ich an die ersten Reaktionen der Studierenden denke, da war tatsächlich Irritation da. Und dann zu merken, dass diese Irritation tatsächlich etwas Kostbares ist und dass man damit arbeiten kann und auch was wagen kann und das von uns auch mit betreut wird und mitgegangen wird, das war dann der nächste Schritt. Ja, danke Anja für die Ergänzung. Ich wollte auch noch darauf hinaus, dass Deichkultur sich ja bewährt hat. Also es ist im Prinzip eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, das heißt für die Studierenden selbst, weil unsere Studierenden aus den Bereichen Journalismus, Kulturwissenschaften, Medien im weitesten Sinne können quasi Fähigkeiten, die sie im Studium in der Theorie erlernen, in der Praxis umsetzen. Und für die Kulturinstitutionen auf dem Land fungiert Deichkultur auch so eine Art, ja, wir kann sagen, als ein Supportprojekt für auch das gesamte Kulturnetz Jadebusen, da eben einfach die Aufgaben der Digitalisierung zwar auf der einen Seite erkannt wurden, aber auf der anderen Seite einfach nicht, dass die personelle Dichte auch dafür da ist, um einfach auch einen qualitativ hochwertigen Output zu liefern, weil das ist ja auch nur so ein Knackpunkt, weil gerade bei Digitalisierungsprojekten oder bei Social Media Projekten kann man sich natürlich auch mit schlicht und ergreifend schlechtem Content oder inkohärentem Content auch eher mehr Schaden zufügen. Und wir versuchen das eben so ein bisschen zusammenzuführen, auch zum Beispiel mit unserem zweiten großen digitalen Projekt, der Web-App, die jetzt bald in die Programmierung geht. Genau, einfach ein bisschen die Kulturinstitutionen dabei zu unterstützen, sich in dem Bereich zu etablieren und sich zusammengefasst unter der Marke. Das Stichwort Markenbildung hatten wir ja ganz am Anfang schon bei Herrn Altenberger, das eben so zusammenzufassen. Genau. Ja. Vielleicht ist es ja, also wir können viel erzählen. Viel authentischer ist es eigentlich, wenn Carla dazu noch mal was sagen kann, weil ja. Carla jetzt in dem Redaktionsteam drin ist und da einfach eigene Erfahrungen gemacht hat und wie das zu unserem Prinzip dazugehört, wäre es schön, wenn sie jetzt Zeit hätte, zu Wort zu kommen. Genau, Carla Schmidt, bitte. Jetzt sind ja. Sie sozusagen der Abschluss. Ja, hört man mich? Ja, sehr gut. Perfekt, sehr gut. Genau, ich arbeite jetzt seit Januar bei Deichkultur und das, was Alex gesagt hat mit dieser Win-Win-Situation, das kann ich 1:1 bestätigen. Ich bin selber, habe bisher wenig mit der Kulturbranche, im Kulturbereich insgesamt zu tun gehabt. Ich war dann eher der Fall, die mal mit der Schule dann im Museum gezwungen wurde. Aber jetzt seit Januar habe ich so viele Museen besucht wie in meinem Leben, glaube ich, noch nicht. Und es ist einfach, also ich bin halt eher zu Deichkultur gekommen wegen dieses journalistischen und dieser kreativen Arbeit. Und ich hatte einfach Lust, also auch weil ich das Umland gar nicht kannte. Und das ist einfach ein Punkt, der für mich groß was ausgemacht hat. Also wo ich jetzt auf einmal auch für mich selber was mehr lerne, also viele neue Sachen. Und das Coole dabei ist, dass man es halt auch einfach an andere Leute noch weitergeben kann. Also ich arbeite sehr, sehr gerne da und vor allem diese hohe Fluktuation. Mir war bisher nicht klar, dass es ungefähr 70 Leute bisher schon dabei waren. Aber das merkt man, glaube ich, auch am Projekt, weil einfach immer wieder neue Aspekte und Blickwinkel reinkommen. Und das ist irgendwie ganz cool. Da möchte ich auch ganz kurz einmal am Ende sagen, wir sind eigentlich immer auf der Suche nach neuen Leuten, weil die Fluktuation einfach hoch ist, weil ne, Studium ist vorbei und man fängt neue Sachen an. Wer Lust hat, mitzumachen, soll sich sehr, sehr gerne melden. Könnt ihr vielleicht ja auch
einfach, wenn ihr Leute kennt, einfach mal nachfragen. Es macht großen, großen Spaß. Mehr wollte ich auch schon gar nicht sagen. Dankeschön. Ja, ist doch super. Und dann ist es auch klasse, dass hier Leute aus dem AStA dabei sind, aus den verschiedenen Oldenburger Kulturinstitutionen. Und das zeichnet sich auch einfach ab. Wir, und das hatte Thorsten Lange ja vorhin auch schon gesagt, wir kennen uns untereinander. In der Stadt arbeitet man eng zusammen. Timo Eddix hat auch gesagt, es gibt gar keine Konkurrenz untereinander. Das ist das Tolle an Oldenburg und an der Kulturszene. Es ist sehr wertschätzend und offen gegenüber. Und ich glaube, dadurch kann auch mit jeder Herausforderung konstruktiv umgegangen werden. Das haben wir in der Pandemie erlebt. Und das werden wir auch in den Fragen, die wir von Herrn Buttler gestellt bekommen haben, sicherlich noch weiter erleben. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung auf Achse. Es sind 120 Minuten Impulsvorträge und angeregte Diskussionen hinter uns. Und ich möchte mich bei allen Teilnehmenden bedanken. Ich möchte uns bei den Speakern möchte ich herzlichen Dank sagen für die Impulse, aber auch bei allen Wortmeldungen gerade noch. Und wir haben jetzt noch einen kleinen Ausblick für Sie vorbereitet, was jetzt aktuell so gerade in Oldenburg im Monat März für Kulturveranstaltungen anstehen. Die können wir jetzt noch mal zum Abschluss einblenden. Und dann werde ich darauf hinweisen, dass wir nicht zu Ende sind. Auf Achse ist nie zu Ende, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, denn wir werden einen Evaluationsbogen rumschicken. Da werden wir das Ganze noch mal hinterfragen. Da werden wir noch mal Vorschläge einholen für Themen, die wir in Zukunft hier in dieser Diskussionsrunde behandeln wollen. Da können Sie gerne noch mal abstimmen und weiter diskutieren, was wir für Themen heute angesprochen haben. Und dann würde ich Sie gerne einladen, zu den Veranstaltungen zu gehen. Wir haben es gerade eingeblendet, vom 16. bis zum 20. März gibt es das Spontanol-Festival. Dann gibt es am 17. März einen Online-Beitrag vom Schlauen Haus zum Thema Manipulation und Meinungsmache. Und es gibt eine aktuelle Ausstellung bis Ende März noch, Architektur im digitalen Planungskontext, auch ebenfalls im Schlauen Haus. Und ich möchte einladen, dorthin zu gehen, sowohl zur Live-Kulturveranstaltung, auch zur digitalen Kulturveranstaltung. Und damit kommen wir eben dazu, dass es doch irgendwie zusammengehört, dass das eine das andere nicht ablösen kann, aber dass das eine das andere auch nicht verloren geht, sondern auch weiterhin in Zukunft wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Und so halt eben auch das digitale Diskussionsforum auf Achse. Und da sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und damit wünsche ich Ihnen und euch allen einen schönen Abend und sage danke für die Teilnahme. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Alles Gute, mein Name ist Jürgen Böse. Tschüss, bis bald.